So, da bin ich wieder. Na, seid ihr gut angekommen? So, ich habe jetzt dazugelernt. Ich sage jetzt einfach immer meine Livestreams voraus. Das ist doch toll, oder Leute? Ich sage euch Bescheid, wann ich Livestream. Und ernsthaft, Spiel? Ich habe vorhin den Berg gebaut, ne? Und da hat es kurz geregnet. Und es ist ziemlich beschissen. Ich kann das ja mal demonstrieren, wenn ich den Berg bauen will, ne? Und ich habe das hier die ganze Zeit. Genau diesen Regen. Ich habe die ganze Zeit den Regen hier im Auge. Geht da gar nicht klar. Das heißt, ich habe ein bisschen gewartet tatsächlich. Also es ist ein bisschen die Zeit vergangen, aber nicht sehr lange hoffentlich. Falls ja, tut es mir leid. Ich habe mich um das hier alles nicht gekümmert. Die sind immer noch geschädigt. Sind hungrig. Wie viele Tiere haben wir denn da noch drin? Vier. Wir haben nur noch vier Weibchen drin, sehe ich gerade. Vivarientier anfordern. Haben wir einen weiblichen Frosch? Männlichen, Entschuldigung. Ich brauche nämlich wieder männlichen. Sehe ich hier gerade. Die haben wir irgendwie alle verkauft. Ist das der? Ja. Einmal männlich bitte für mich. Schwupp. So. Und wenn ich die jetzt. Natürlich geht das nicht. Wieso sollte es auch gehen, Masa? Das ist doch keine Selbstverständlichkeit, dass du einfach hier alle auswählen darfst und dann auch noch verkaufen. Ich meine, was erlaubst du dir? Geht ja mal gar nicht, Masa. Das ist ja hier schlimm, sowas. Wie man auf solche grausamen Ideen kommen kann. Tschüss. So, wir sortieren hier mal wieder aus. Also, ich zeige gleich, was ich alles gemacht habe, aber ich starte mal langsam, bis ihr alle vielleicht irgendwie eingetrudelt seid. Zumindest die, die gucken wollen. Mal gucken. Ich kenne ja euer Zuschauerverhalten immer. Ihr kommt immer eine Stunde zu spät. So, zumindest gefühlt. Ich bin heute wieder sehr motiviert, muss ich zugeben. Ich habe irgendwie richtig gute Ideen bekommen. Ah. Und ich bin mal gespannt, wie wir unseren wunderschönen Bereich hier umsetzen werden. Unseren neuen, na, wie heißt er? Bergbereich, Berggebiet. Wie viele Echsen haben wir hier? Drei. Ist in Ordnung. Warnung. Warnung. Wieso Warnung? Was ist los? Junge, was ist los? Ich weiß nicht, was los ist, aber er sagt's mir nicht. Springbock hungrig. Niedriges Wohlbefinden. Tierpfleger rufen. Er ist schon unterwegs. Das Tier ist auch hungrig. Wir können ja auch mal den Tierpfleger rufen und alles. Wie ist der gerade bitte da hochgesprungen? Lol. Kämpfe wegen Überbelegung. Ach, sind wir inzwischen schon so weit? Tiere, 22! What? Was ist denn da passiert? Okay, Oh Gott. Sind die alle schon Paarungs? Nein. Ich würde sagen, nein. Wann ist da die Paarungsreife bei denen? Kann ich das nachgucken? Das sind, was waren das nochmal? Sicherlich Leistenkrokodile, Maße. Es sind bestimmt Leistenkrokodile. Gute Frage. Nächste Frage. Ich finde die schon wieder nicht. Irgendwas mit Komodowaran. Oder Komodoran. Irgendwas. Das sind nicht die. Das waren die Nilwarane. Ja. Okay. Steht das hier? Ab wann die ausgewachsen sind? Geschlechtsreife 4 Jahre. Okay. Dann mache ich mal hier gerade mit meinem Zoo Tiere. Art. Nilwaran. Dann könnten wir theoretisch auch nach. Dann sortieren wir mal nach Alter. Also wir haben hier die zwei Ältesten. Ich weiß auch gar nicht, wie alt die werden, by the way. Und hallo Clayman, wie geht's? So, also wir haben hier schon einige, die sehr alt sind. Fast ausgewachsen, okay. Der hat ganz gute Gene. Cool. Okay, mit dem Menü sollten wir mal gut durchkommen. Der hat nicht so gute Gene. Im Vergleich zu dem hier. Oder zu wem hier nochmal? Ihm hier, ne? Der hat ziemlich gute.
Der nicht. Ich darf ihn freilassen. Für 45. Er ist 4 Jahre alt. Die Frage ist, für wie viel bekommen wir die sonst verkauft, wenn wir sie nicht freilassen? Ich kann ihn ja auf jeden Fall mal ins Handelszentrum packen. Würde ich sagen. Gut, und dir? Ich kann mich auch nicht beschweren heute. Alles chillig soweit. Hallo, ich möchte ihn bitte einlagern. Wieso geht das nicht? Ist das jetzt so ein neues Ding, dass man die nicht einlagern darf? Hä? Gut, dann lasse ich ihn halt frei. Okay. Muss ich jetzt wieder nach Art sortieren? Och, nö. Okay, wie sieht's mit ihm hier aus? Oh, es fängt wieder an zu schneien. Der hat auch die guten genäht. Oh, der hat sogar 100, ja, gehabt. Stimmt, das waren die relativ guten eigentlich. Das waren die ziemlich guten sogar. Okay, bei ihm haben wir ja gesagt gehabt, der ist auch gut. Einigermaßen zumindest. Wobei die halt schlechter geworden sind, leider. Ich pausiere mal gerade kurz. Der hat auch richtig schlechte Gene. Den kann ich auch nicht. Wieso kann ich die ganzen Tiere nicht einlagern? Was soll denn der Müll? Ich nenne ihn mal weg. Das heißt so viel wie, ja, der kommt weg. Der kann auch weg. Wobei, der hätte Immunität noch auf 100, aber eben dann kann man ihn vielleicht noch einigermaßen gut verkaufen. So, dann müssen wir bei dem Weibchen noch gucken. Immunität auf 100, Fruchtbarkeit. Ja, das geht. Damit kann ich leben. Das war sie hier, ne? Ja. Verletzt. Was machen die denn auch? Die kann auch weg. Die ist auch nicht so gut. Das war die, glaube ich, gerade. Er hat Immunität auf 100, Größe, das ist auch alles in Ordnung. Die kann auch weg. Ich hoffe, der speichert die Namen. Weil bis jetzt zeigt das mir irgendwie noch nicht so wirklich an. Auch in Ordnung. Dieses Jungtier. Der kann an sich eigentlich dann auch weg. Auch wenn da ein Jungtier ist. Bei den Jungtüren können wir jetzt natürlich noch nicht so viel machen, leider. Wir können theoretisch schon mal gucken, ob die gute Werte hätten. Leider nicht so wirklich. Boah, wie, der Name bleibt nicht gespeichert. Da ist die Größe noch nicht so, aber mal gucken. Okay. So, und wenn ich hier jetzt nochmal neu öffne und wieder sortiere, bekommen wir dann alle, die wegheißen, bitte. Ja, wir haben jetzt welche, die wegheißen, okay. Dann nach Name sortiert. So. Freilassen oder zum Handelszentrum? Ich würde halt gerne alle ins Handelszentrum schicken. Bam. Okay, das geht. Das ist sehr gut. Cool. Dann pausiere ich nochmal schnell. Und dann gucken wir die im Handelszentrum mal durch. Verlegen. Müssen wir verlegen? Achso, weil er zu jung ist. Okay. Handel bringt 25 bei dem. Angeblich. Aber der hat eigentlich relativ gute Stats. Ich guck mal auf den Tiermarkt, was die so verlangen für die. Isabelbär machen wir mal weg. Nilwaran. Ja gut, das sind aber auch wirklich schlechte. Bronze oder besser? Ich würde sagen, meine sind mindestens Bronze, oder? 25 nur? Das ist aber günstig. Dann sind die ja wirklich nicht so viel wert. Dann können wir die an sich eigentlich auch freilassen.
Gut, und die anderen, die Jungen könnten, müssen wir halt dann drin lassen, aber die können jetzt sowieso noch nicht irgendwie sich vermehren oder so. Und bei den anderen sollten wir dann raussuchen, wer denn hier die coolen sind. Beziehungsweise die besten. Konnte man da auch nicht irgendwie sortieren? Nach Tierbewertung allgemein irgendwie? Aber ich glaube, das war nicht in dem Sinne, oder? Attraktivität. Bei Beck zum Beispiel ist auch Attraktivität relativ hoch, also Ich glaube, auf das kann man sich nicht ganz verlassen, leider. Was ist hier los? Dann mache ich mal zwei Schlangen weg, ne? Da haben wir jemanden, der aus. Wieso bist du in der Transportbox? Drei Tiere. Das Weibchen ist aus irgendwelchen Gründen in der Transportbox. Das ist ja nervig. Da ist die Aussicht auf das Tier natürlich so, so lala. Da hat er schon recht. Das ist immer noch süß. So, immer noch Überbelegung, ne? Ja. Ich glaube, da dürfte auch nur ein Männchen sein, oder? Zumindest ein ausgewachsenes Männchen. Mist, das ist gar nicht das Gehege an sich, das ich gerade angeklickt habe. Ah, das Gehege haben wir ja unsichtbar gemacht. Ja, Überbelegung ist natürlich an sich uncool. Das ist der, der 11 Jahre alt ist. Tier freilassen bringt wie viel? 15. Das ist nicht so viel. War halt ein guter Nilbaran, den wir da eben gekauft hatten. Das ist ein Weibchen. Wo haben wir denn noch die Jüngeren? Die Jüngeren von denen. Ich guck mal gerade. Dass wir da vielleicht ein bisschen aussortieren. Und hallo Becky, wie geht's? Ich bin gerade am Nilbarane aussortieren, welche wir nicht mehr brauchen. Okay, wir müssen mal, glaube ich, die beiden hier vergleichen. Welcher von den beiden hier der bessere ist? 75, 41. Das ist an sich dasselbe soweit gewesen. 66, 100. Okay, der hier ist schlechter. Das heißt, den lassen wir frei. Ehrliche Antwort nicht gut. Oh je. Was hast du denn, Becky? Immer noch wegen dem nicht vorhandenen Blinddarm? Das ist jetzt irgendwie komisch, die Formulierung, aber ja. Ne? Wir haben immer noch natürlich Überbelegung. Ich kann ja mal gucken, welche von den Weibchen am besten noch sind und dann allgemein, dass wir da einfach dann die besten nehmen. Beziehungsweise wir sollten allgemein wahrscheinlich mit unserem besten Männchen, was wir wiederum haben, ja jetzt hier dann vergleichen. Eigentlich. Bin mir fast sicher, dass es eine sehr effiziente Methode gibt, das Ganze hier zu machen und ich einfach nur zu inkompetent dafür bin. Aber okay. Damit kann ich leben, dass ich es nicht, dass ich inkompetent bin. Okay, also den würde ich gerne zumindest mal ins Handelszentrum erstmal schicken. So.
Und dann muss ich mir irgendwo das Männchen suchen. Beziehungsweise muss ich nicht mal. So, wo war das dann? Partnervergleich. Also, der Vater ist der hier. Ne? Das ist der Junge. Das hier ist ja der Alte, glaube ich, oder? Muss fast sein. Kann nicht anders sein. Okay, Inzucht ist immer ungut. Weg wäre auch Inzucht. Soll ja sowieso weg. Ja, da heißt noch einer weg. Das ist auch Inzucht. 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 Ich glaube, wir müssen nochmal irgendwie alle verkaufen. Von den Weibchen und noch ein neues Weibchen dazu holen. Ansonsten ist das irgendwie scheiße. Beziehungsweise nicht alle von den Weibchen verkaufen, würde ich fast sagen. Und hier können wir auch sehen, welche gut sind an sich. Die haben ja auch Goldmedaille. Der hat nur Bronze. Aber wir müssen dann natürlich gucken, dass die am besten nicht mit denen dann Knick-Knack machen. Ja, hab total Schmerzen an meinen Wunden und bin allgemein total fertig und erschöpft. Ah, wow, 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 okay. Dann auf jeden Fall gute Besserung, ne? Klingt nervig. Vor allem, wenn es einem eigentlich erst immer ein bisschen besser gegangen ist, ne? Und dann geht's wieder los. Hm. Gut, da das sowieso alles Inzucht ist, ist das jetzt ein bisschen ungut. Da müssen wir dann an sich sowieso die alle aktivieren. Aber wie gesagt, ich würde eigentlich so gut wie alle... Es buggt schon wieder, leider. Eigentlich so gut wie alle weggeben. Aber wir können ja mal gucken, welche von denen hier die besten sind. Das ist halt die Mutter. Die müssen wir eigentlich sowieso fast weggeben. Bevor die noch stirbt. Das sind, glaube ich, wieder die gleichen Stats. Da ist es egal, wen wir behalten. Den Aida behalten wir einfach mal. Und ansonsten geben wir alle weg. Und holen dann noch ein neues Weibchen dazu. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Wo haben wir sie denn? Nivaran. Beziehungsweise die meisten können wir ja gar nicht weggeben, weil die einfach noch Jungtiere sind. Wir können trotzdem schon mal Verhütungsmittel hier drin zumindest anstellen. Ich glaube, es geht da drüben ja noch nicht. Okay, ihn hier aber wollen wir ja haben zum Züchten. Alle anderen müssen das dann anhaben. Wenn wir sie auch nicht weggeben würden. So, die beide kommen weg. Da ist sogar einer noch weg. Die haben wir übersehen. Den können wir nicht weggeben. Den auch nicht. Wenn ich jetzt nach Alter sortiere, ist dann die Sortierung wieder weg natürlich. So. Zahir kommt weg. Der da kommt weg. Wobei, der ist sogar schon im Handelszentrum, sehe ich gerade. Also, unnütz. Sie kommt weg. Ihn behalten wir. Sie kommt weg. Sie kommt weg. Behalten wir. Den Rest müssen wir auch alle behalten. So, lassen wir alle einfach mal frei. Danke, ich liege im Bett, spiele Pokémon und gucke deinen Stream. Sehr cool. Das ist eine gute Kombination, würde ich behaupten. So, Freundchen, jetzt bist du ein bisschen alleiniger hier. Und jetzt müssen wir dann noch eine neue, schöne Partnerin am besten besorgen. Vom Tiermarkt. Aber keine, die so alt ist. Kann ich nach Alter... Ich kann auch nach Alter sortieren. Sortier mal nach Preis. 17, das ist natürlich schlecht alles. 7 Jahre ist mir auch fast schon zu alt. Haben wir denn noch bessere? Immunität 100. Fruchtbarkeitsgen 100. Immunitätsgen. Schon wieder zu alt. Ich glaube, ich nehme dann... Ich aktualisiere mal kurz die Liste und dann gucke ich nochmal durch. Zu alt, zu alt, zu alt, zu alt. Langlebigkeit ist nicht so gut.
Ich will Goldbewertung eigentlich ganz gerne haben. Nehmen wir den. Das ist in Ordnung. Okay. So. Und ich hoffe, alle anderen haben hier Verhütung an. Ansonsten wird's doof. Okay, cool. Und es schneit gerade. Das heißt, unser Berg sieht jetzt noch besser aus, würde ich fast schon behaupten. Ja, das gefällt mir halt viel besser, wenn er auch so voll geschneit ist. Was ich da noch machen wollte, ist da noch irgendwie Kühlanlagen oder so unterbringen. Das einzige Problem, das ich bis jetzt damit gesehen hatte, war leider, dass wir dafür halt den Strom brauchen. Das ist ein bisschen nervig. Das heißt, wir müssen da irgendwo auch eine Stromanlage hinbauen, damit wir im Sommer da auch irgendwie Schnee hätten auf den Kuppen vom Berg, was ich super dumm finde. Das gefällt mir halt überhaupt nicht, dass ich das so machen muss. Bist du durch mit Pokémon? Nein, noch lange nicht. Noch lange nicht. Bei Pokémon bin ich momentan bei der vierten Arena. Beziehungsweise ich bin noch nicht mal bei der vierten Arena angekommen. Ich bin auf dem Weg dorthin. So, also das ist der Berg, den ich jetzt gemacht habe und der Fluss geht dann quasi hier so runter. Hier hat es wieder rumgespackt, frag mich nicht wieso, aber Spiel sagte so, nö Maser und ich war so, okay Spiel. Deswegen habe ich hier so eine leichte Unterhöhung quasi gemacht, um hier dann so einen kleinen Wasserfall machen zu können, ne? So, und so sieht er bei Dingens aus, was halt super kacke lame ist irgendwie. Ich will da halt eigentlich schon Schnee drauf haben. Ich weiß aber nicht, wie wir es am sinnvollsten machen. Man müsste irgendwie so einen Tunnel unterirdisch irgendwie haben. Mit so einem Wartungsbereich, glaube ich. So ein Mitarbeiter-Wartungsbereich, der einfach unten unterirdisch halt ist. Irgendwie versteckt, damit den keiner sieht. Ist natürlich an sich aber auch irgendwie blöd, wenn wir mal ehrlich sind. Aber müsste man halt fast so machen, wenn dann. Bin seit gestern durch mit 23 Stunden Spielzeit? Hä, wie schnell bist du denn bitte? Also irgendwie bei dem Spiel muss ich sagen, erwarte ich tatsächlich irgendwie, dass ich da länger brauchen würde als 23 Stunden. Das ist bei den Standard-Pokémon-Spielen brauche ich auch meistens so circa 23 Stunden Spielzeit, bis ich es durch habe, aber Ich bin mir halt hier echt unsicher. Ich würde hier gerne Schnee haben auf dem Ding. Wobei sich das vielleicht noch ergibt. Weil wir brauchen da wahrscheinlich sowieso was. Weil das sieht irgendwie so komisch aus. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber ja, vielleicht machen wir erstmal den Wasserfall. Weil das ist eigentlich ganz cool zu machen. Also wir fangen mal mit dem kleinen Wasserfall an. Ich würde halt hier mit den Felsen von Tiger und Tundra höchstens vielleicht noch anarbeiten. Graslandschaft wäre auch eine Möglichkeit. Ich guck mal, welche Steine hier am besten passen. Habe ich Savanne? Achso, nee, nicht Graslandschaft. Ich meinte gemäßigt, Entschuldigung. Aber gemäßigte Felsen, weiß ich nicht, ob die hier. Ja, doch, die würden auch passen. Die sind ein bisschen steiniger. Das ist Tiger. Tiger passt auch sehr gut. Tiger und gemäßigt sind gefühlt gleich. Vom Aussehen her. Nicht ganz, aber ziemlich. So. Aber ich bin mal gespannt. Ich kann es dir ja dann sagen, Becky, wenn ich durch bin. Aber bei mir wird es definitiv noch ein bisschen dauern. Und ich habe Schwert geholt. Bei mir haben eigentlich so gut wie alle gefühlt Schwert geholt im Umfeld. Schwert ist halt auch viel cooler, ja. Ja, also hier allgemein weiß ich übrigens noch nicht genau, wie wir das machen werden. Mit den ganzen Steinarbeiten immer, weil ich würde den ganzen Berg ungern verkleiden müssen. Ich glaube, das ist unrealistisch zu machen. Wobei ich es teilweise schon gern tun würde. Aber auch Schwert. Wie gesagt, Schwert ist irgendwie das Beste. So, machen wir hier noch ein paar Steinplatten oben drüber. Dann müssen wir mal gucken.
Ich habe gestern auch noch ein paar interessante Ansätze bei einer anderen Streamerin gesehen gehabt. Um ein paar Büsche zum Beispiel zu machen. Hat die einfach einen Baum vergraben. Finde ich an sich halt nicht mal dumm, die Idee. Und ich glaube, ich bin gerade irgendwie auf gemäßigt gewechselt. Ich bin mir nicht sicher, seit wann. Aber ich habe gerade einen gemäßigten Stein hier. Ich weiß aber nicht, seit wann ich gemäßigt baue. Das ist wieder Tiger, ja. So. Bam. Und da machen wir jetzt so eine Art Wasserfall rein. Okay. Spezialeffekte. Wasserfall. Für unten. 10 Meter 5, okay. Dann Wasserfall oben. Versuch gerade zu erkennen, wie die das haben wollten hier. Die Entwickler. Aber ich erkenne da gefühlt gerade gar nichts. Irgendwie schwebt das auch ein bisschen. Schon wieder. Das ist der Fall an sich. Wie weit muss ich denn da noch runtergehen? Konnte ich hier nicht auch irgendwie an Oberfläche ausrichten? Geht das? Irgendwie nicht so wirklich. So, Mitte. Ja, Mitte wird interessant. Huch. Hä? Oh, fuck. Mir fällt gerade ein. Das habe ich noch umgestellt gehabt. Das sollte ich wieder ändern. Ich weiß gar nicht, auf was wir das hatten, aber darf ruhig länger sein. Wir öffnen um 6 und machen um 22 Uhr zu. So. Das habe ich nämlich ganz vergessen gehabt, dass ich das umgestellt habe. Das mache ich ganz gerne, wenn ich irgendwie ein bisschen... einfach bauen will. So, Mitte, Winkelausrichtung. Ja. Ah, die Winkelausrichtung. Nee, die brauche ich nicht. Konnte ich den nicht auch irgendwie drehen? Nicht wirklich.
Glaubt ihr, das passt schon so oder ist das eher noch nicht so, das war da? Eigentlich geht's. Es sieht ein bisschen aus, als würde es dann da so durchfließen. Es geht eigentlich. Hier drüben wird es nochmal kompliziert, bei dem Teil hier. Weil hier will ich einen richtig heftigen Wasserfall haben. Da müssen wir dann gucken, dass hier so eine Art Quelle ist. Vielleicht sollte man da auch nochmal ein bisschen reingraben oder so. I don't know. Dass da auch nochmal Wasser ist. Und dann sozusagen da entfließen, aber... Ja, nee. Ich glaube, ich mache das ohne. Kämpfe wegen inkorrekten Geschlechterverhältnis bei den Pfauen. Oh je, da haben wir also auch wieder zu viele. Da müssen wir mal gucken, welcher Pfau der beste von denen ist. Blauer Pfau. Haben wir ja auch ein paar. So. Das ist nicht so gut. Ich markiere mal alle, die richtig schlecht sind. Er hat zumindest bei einem Dings was, aber es ist halt nicht genug. Sag mal, sind die einfach alle schlecht oder was ist los? Hm. Ja, irgendwie schon. Wobei, der geht noch ein bisschen, aber ja, auch nicht so das war da. Tschüss. Ja, gut. Und wir haben die Gästezahl erreicht. Juhu. Bildung. Ja, Schneeleopardenbildung ist irgendwie auch noch nicht so unser Ding, aber es kommt vielleicht noch. So, dann machen wir mal hier weiter. Kannst bitte wieder aufhören zu regnen? Ich hasse den Regen. Man sieht einfach nichts. So. Mal gucken, wie wir das hinbekommen mit dem Teil hier. Bin mal gespannt. Wieso sind die alle so klein? Hi, Tyra. Wie geht's? Wir haben hier indirekt schon einen kleinen Wasserfall, wenn man genau hinguckt. Der tröpfelt schon runter. Das ist irgendwie cool. Ich weiß nicht wieso. Ich mische hier gerade mal so ein bisschen die Felsen einfach ein bisschen durcheinander. Sieht bestimmt auch nicht schlecht aus. Glaube ich zumindest. Wir haben auch viele große Felsen zum Glück. Hier ist natürlich auch die Frage gerade, wollen wir die Wand so frei lassen oder eher nicht? Kaum komme ich gefühlt den Berg hier hoch, scheint mich die Sonne einfach hier von drüben an. Voll geil. Als hätte sie es gewusst, dass ich jetzt gleich hochkomme. So. Wie geht's euch so? Also ich kann mich nicht beklagen, aber ich glaube Becky kann sich sehr wohl beklagen und das darf sie auch. Die Arme. Aber wie gesagt, mir geht's an sich ganz gut. Ich habe vorhin, wie gesagt, ein bisschen hier für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, ein bisschen geterraformt. Ich habe hier ein bisschen den Berg gemacht, habe hier den Fluss erweitert und jetzt wollen wir das Ganze ein bisschen schöner noch machen und dann hauen wir hier endlich ein paar neue Gehege hier drauf. Wird ja auch langsam dann Zeit, dass hier mal was Neues vorankommt hier. Ist natürlich jetzt auch schon wieder auf eine gewisse Art und Weise Terraforming, aber ich würde sagen, das könnte man noch ertragen, hoffentlich. Dass man mir beim Bauen eines wunderschönen Wasserfalls zuguckt. Das finde ich ja fast schon wieder spannend eigentlich. Vor allem, wenn man nicht weiß, wie es geht. Wenn man es selber für seinen Zoo machen will, dann ist es immer besonders wichtig.
Gut, ich weiß es jetzt auch nicht hundertprozentig, also sollte ich eigentlich die Klappe halten, aber ja. Ich sollte einfach die Klappe halten und nichts mehr sagen im Stream. Das ist immer eine gute Idee. Boah. Ich habe gerade zu wenig geblinzelt. Meine Augen beschweren sich. Ich muss gleich weinen. Vor Nicht-Blinzelheit. So. Ist das in Ordnung soweit? Soll ich dann noch ein paar mehr Steine dann hinmachen oder reicht das für den Wasserfall an sich? Das ist halt jetzt die Frage. Kommt drauf an, wie der Wasserfall halt jetzt so wird. Wasserfall Mitte. Irgendwie nicht so viel Wasserfall, den ich da irgendwie sehe. Na, das ist schon besser. Hättest du nicht mal wieder Bock auf DVD? Momentan nicht. Ich finde den neuen Trailer ganz cool, den sie gebracht haben. Muss ich zugeben. Das ist auch alles momentan. Das hat nicht so gut funktioniert. Irgendwie ist das gerade ein bisschen blöd mit dem Platzieren. Vielleicht hätte ich den von unten aus platzieren müssen. Hä, hallo? Ja, irgendwie ist das merkwürdig hier schon wieder. Kann ich... Wo haben wir denn die Teile? Hier. Oh, es fängt an zu schneien. Das ist interessant. Bin tatsächlich ganz gut versorgt mit Planet Zoo soweit. Ist das jetzt richtig? Sieht zumindest richtiger als davor aus. Hallo? Wo ist hier der Sprinkler? Ist er in der Mauer? Hier schwebt einer. Platziere ich den da nochmal. Und versuche mal das Ganze hier zu nehmen. So, die kopiere ich mir mal. Damit ich die hier am besten irgendwie nochmal reinfügen kann gerade. Scheint ja zu gehen. So, jetzt muss ich die hier nochmal erreichen, weil hier sind irgendwie ein paar noch, glaube ich, zu weit drin. Wir müssen, glaube ich, noch ein Stück raus. Boah. Das sieht heftig aus. So, hier muss es dann noch so leicht runterfließen. Dann mal gucken. Wasserfall oben brauchen wir dafür am besten, glaube ich.
soll halt aussehen wie so eine coole Wasserquelle halt, ne? Dass halt da oben einfach alles irgendwie mehr oder weniger entspringt. Ich bin hier, glaube ich, mega in der Luft leider gerade. Wenn ich an Oberfläche Aussichten mache, geht's dann besser? Irgendwie halt leider auch nicht so wirklich. Wobei, doch, das passt. Das geht besser so. Das geht tatsächlich ganz gut gerade so. Das sieht schon heftig aus. Oder? Irgendwie ist mir das nur halt hier noch ein bisschen zu lückenhaft irgendwie. Ich würde die da nochmal vielleicht gerade selektieren wollen. Nochmal irgendwie verschieben oder so. Oder halt nochmal reinkopieren. Damit es ein bisschen gefüllter irgendwie aussieht. Hier unten nochmal. Und vielleicht hier oben nochmal ganz leicht. Oder die einfach nach oben verschieben. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das hat es nicht wirklich besser gemacht, oder? Oh, tatsächlich schon. Ein bisschen. Aber wir bräuchten hier oben nochmal irgendwie eine kleine Überbrückung. Oder noch ein paar Steine. Ich glaube, wenn wir noch ein paar Steine dazu machen, könnte es gehen. An denen das so ein bisschen abprallt. Fällt mir besser. Oder was meint ihr, Leute? Oh Gott, was ist denn jetzt schon wieder los? 18 Tiere, was denn jetzt? Kämpfe wegen Überbelegung, Schneeleopard. Ist das schon erwachsen geworden? Ach, sie werden so schnell erwachsen. Ja, das ist der Neue. Das ist der Jungtier hier, ne? Ja... Mehrere Gehegeprobleme hier drin. Ja, das, Okay, gut, und hier müssen wir dann den Vater mal loswerden, ne? Ihn hier. Ja. Was bringt Freilassen? 57? Achso, nee, warte mal, das ist das Jungtier, sehe ich gerade. Lol. Das Jungtier ist nicht so gut, habe ich gehört. Wisst ihr, was ich mit dem mache? Ich lagere den einfach mal ein. Und da ich eh unser Problemchen da so ein bisschen kenne. Die Tiere sind krank auch, glaube ich. Was ist denn mit denen? Ausgehungert. Okay, das ist weird. Das ist schon weird. Wieso die nicht gefüttert werden?
Ich schicke die mal alle in Quarantäne oder so, wenn irgendwie möglich. Es sind halt immer noch viel zu viele Tiere, leider. Naja. So. Okay, das funktioniert ja soweit ganz gut. Der lädt irgendwie gar nicht aus der Entfernung, auch gut. Okay. Ich möchte hier oben dann, das sieht super merkwürdig aus ohne den Schnee, ne? Wir müssen uns da echt was einfallen lassen. Vielleicht kann man wirklich so eine unterirdische Linie durchmachen. Oder wir machen es halt einfach so, wie ich es jetzt plane, mit einem Weg da hoch. Ich weiß nur noch nicht, wie wir da hochkommen. Gibt es nicht so eine Gondeldingens irgendwie, so eine Gondelbahn? Das gab's doch irgendwie. Die Frage ist, wie funktionieren diese Transportfahrgeschäfte? Schwebende Gondel, genau. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen verwirrt, wie die überhaupt gehen, die Teile. Ich würde sagen... Muss ich da einen Kreislauf haben? Ich glaube, dafür muss ich keinen Kreislauf haben, soweit ich weiß, oder? Oh Gott. Autotunnel, nein. Winkelausrichtung auch nicht. Höhe. Hä? Grad nur. Wow. Relativ zu Gelände. Höhenmarkierung. Achso. Die Farbe kann ich theoretisch auch noch einstellen. Okay. Ja. Dann bauen wir mal, ne? Irgendwie. Durchbricht Gelände. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Autotunneln? Muss er dafür jetzt tunneln? Lol. Die Station soll ungefähr dann dahin führen. Kommen wir da dann hoch? Ich glaube, wir sind sogar locker dann da oben, oder? Oh, so viel zu dem Lockermaser. Whoops. Nee, doch nicht so locker. Dann müssen wir da noch eine kleine Kurve rüber machen, glaube ich. Und hallo Alex. Kann dieser Kackregen bitte aufhören? Ich sehe wieder nichts. So, Station. Kann ich hier oben auch eine Station bauen und die dann connecten, die zwei? Weil ich will, wie gesagt, das wäre halt eigentlich gerade gedacht gewesen, dass ich da hoch transportiert werde. Und vielleicht geht das so gar nicht, wie ich mir das vorstelle. Hier, so eine Gondel. Sind wir eh schon wieder zu viel zu hoch, ne? Ich sehe halt überhaupt nichts hier. Ist viel zu dunkel. Was ist denn mit den sieben? Gar nichts. Alles normal. Es gibt nichts zu befürchten. Barrierestatus 0? Das ist interessant. Sollen die nicht in Quarantäne? Geht halt wieder nicht. So, wo war nochmal Quarantäne? Hier. Nee, das Handelszentrum. So, versuchen wir das mal nochmal. Hier ist schwer dehydriert. Wieso denn? Wir bräuchten, glaube ich, mehr Quarantänebereiche notfalls noch, ne? 9 Warnungen.
Was ist denn los mit euch? Ich verstehe es halt nicht genau, was das Problem ist. Ausgehungert. Ja, wieso füttert die denn keiner? Was soll denn das? Hä? Das hier ist auch schon wieder buggy. Guck mal. Ich glaube, das wird nicht mehr entbuggisiert bei uns. Tierpfleger ist angeblich angefordert. Davon sehe ich aber noch nichts. Vielleicht ist es der, der super überfordert mit seiner Arbeit ist. Dem Gehege nachzuurteilen offenbar ja auch. Kümmer du dich mal hier drum. Machen wir eigentlich noch gut gewinnen? Boah, würde schon sagen. Im Vorjahr nix, dieses Jahr einfach 44.000. Klar, was auch sonst. Haben wir noch eine Werbekampagne? Guck mal, Lina ist auch wieder zu Besuch. Wir haben jetzt gelernt, besuchen kannst du, glaube ich, nicht wirklich. So, das haben wir aus irgendwelchen Gründen. Boah, kann das mal aufhören, nervig zu sein, das Spiel irgendwie? Das ist ja echt hier... Oh. Und hier würde ich dann auch gerne die Tiere freilassen, sobald es irgendwann möglich ist, aber ja gut. Gut, wir könnten natürlich auch bei den anderen erwachsenen Tieren dann Verhütung sagen und dann die anderen auf Lager halten. Die jungen Tiere, bis die anderen dann halt tot sind. Geht auch. Tier verstorben. Oh. Und Lina. Du musst Arbeitsbereiche für jedes Gehege machen. Am besten dann passiert sowas nicht. Aber mit den Arbeitsbereichen habe ich irgendwie negative Erfahrungen gemacht. Irgendwie lasse ich die lieber weg. Außerdem muss ich dann irgendwie so viele Tierpfleger einstellen. Ist auch uncool. Also es funktioniert tatsächlich eigentlich ganz gut ohne Arbeitsbereiche. Deswegen würde ich das eigentlich gerne so lassen. Ich weiß, da sagen viele was anderes, aber ich bin der Meinung, du brauchst keine Arbeitsbereiche unbedingt. Vielleicht ist das irgendwann sinnvoll, aber ich denke nicht, dass es daran alleine liegt. Ich denke, das liegt an irgendwas anderem, wenn du mich fragst. Ich glaube, wir brauchen einfach wieder mehr Tierpfleger. Handeln für drei... Ja gut, an sich hat er ja gute Gene, ne? Also ganz ehrlich, wenn ich den für 400 wegbekomme, dann habe ich damit kein Problem. Oder kannst du zum Beispiel kleinere Gehege in einen Arbeitsbereich? Ja. Jein. Das einzige Problem ist eigentlich das hier. Das liegt an irgendwas anderem. Ich weiß nicht genau, woran. Ungültiger Ort. Ah. Hä? Irgendwas ist hier sehr merkwürdig. Tier verstorben. Oh, Alter, ernsthaft jetzt? Wow. Wow, Spiel. Wow, Spiel. Das macht ja mal gar keinen Sinn. Bei Quarantäne funktioniert ja irgendwie nicht. Handelszentrum darf ich auch nicht. Toll. Okay, dann baue ich noch eine neue Quarantäneeinrichtung. Hier drüben. Packe ich einfach mal hier hin. Ich habe so viel Müll im Zoo und irgendwie geht der trotz Mülleimer und Zoopfleger nicht weg. Ja, irgendwie ich auch. Habe ich auch ein bisschen das Problem mit. Bei denen müssen wir halt eigentlich auch mal durchgucken, wie da so die Lage momentan ist. Wir haben hier 9 Tiere. Da sollten wir vermutlich auch einfach mal durchgucken. Wie heißen die nochmal? Ganges Gavil, ne?
Boah, der ist 35 Jahre. Okay, also die werden auf jeden Fall alt. So. Neugeborenes. Fast ausgewachsen. Mit Neugeboren wird, glaube ich. Neugeboren kann ich. Warte mal. Gut, das ist noch zu. Ja, wollte schon sagen. Die zählen auch noch als Neugeboren. Kann ich höchstens ins Handelszentrum machen, aber ansonsten kann ich mit denen noch nicht viel machen. Okay, ich guck mal hier die Werte an. Von den ganzen Tierchen hier. Und der hat echt gute Werte. Wie sieht es mit dem Weibchen hier aus? Ich glaube, im Vergleich zu ihr hier. Tatsächlich kann die gar nicht mithalten, ja. Das heißt, ich weiß gar nicht, in was für Gruppen die leben wollen. Ist die Gruppe inzwischen schon zu groß für die geworden? Ist ausgeglichen. Also das ist offenbar kein Problem soweit. Wir können sie aber trotzdem an sich ja wegschicken. Der hat Immunität relativ hoch. Dann haben wir ihn hier. Der ist nicht so gut. Der zählt wahrscheinlich noch als Jungtier. Das mit den guten Stats. Das Problem ist halt, dass alle Inzucht sind dann. Ich überlege wieder einfach, das zu machen, was wir vorhin auch bei den Nilwaran gemacht hatten. Würde ich fast sagen. Also die hier ist eben die mit den guten Stats. Die wollen wir auf jeden Fall behalten. Dann haben wir sowieso noch andere Jungtiere, die wir auch noch nicht weggeben können so schnell. Die müssen wir sowieso auch behalten. Aber die beiden können wir ja dann weggeben. So, und bei den allen anderen machen wir dann die Verhütungsmittel rein. Die lassen wir frei. Oder wir verkaufen sie. Ich glaube, verkaufen ist besser, ne? Der da bringt 105. Den können wir auch vielleicht einfach verkaufen. Aber den Abhimu irgendwas Dingens, den würde ich vielleicht weiterverkaufen. Und ja, ich habe den neuen DBD-Trailer schon gesehen. Sieht echt ein bisschen... Ich war ja so, hä? Das ist jetzt DBD mit Fahrrädern oder was kommt jetzt? Aber hat sich doch als ganz cool herausgestellt. So... die wollte ich behalten. Den da wollte ich nicht freilassen. Den, der kommt dann ins Handelszentrum. Die lasse ich frei, die beiden. So, und dann den anderen hier. Ihn hier, ne? Den schicke ich ins Handelszentrum. So, dann können wir den ja noch handeln für locker für irgendwie 70 oder so. Wenn wir sie nicht verkauft bekommen, sage ich immer so schön, dann ist das auch in Ordnung erstmal. Und der Inspektor ist unterwegs. Interessant. Hier verstorben. Ausgehungert. Lass den, das lieber nicht den Inspektor sehen. Jungtier. Unsere ganzen Jungtiere verhungern hier jetzt. Ernsthaft, Spiel? Der ist schon tot. Ja, ah ja.
Lebt hier noch irgendjemand? Ja, die sind alle im Handelszentrum. Ich verstehe nicht, wieso hier keiner hingegangen ist. Das verstehe ich wirklich nicht. Das ist das Einzige, was ich gerade nicht verstehe. Aber okay. Damit kann ich jetzt erstmal leben. Dehydriert. Hier stimmt auch irgendwas nicht. Ich überlege, ob ich kurz das Spiel vielleicht neu lade. Ich habe Angst, dass es irgendeinen komischen Bug gibt oder so. Weil normalerweise hat er das ja ganz easy funktioniert. Ich verstehe es nicht. Naja, aber die neue Survivorin sieht eigentlich ganz cool aus, ja. Das war doch eine Sie, oder? Müsste doch. Und der neue Killer auch. Aber immer wenn ich halt die Trailer sehe, denke ich mir so, boah, ist das gruselig oder irgendwie sowas. Aber wenn ich dann darüber nachdenke, dass es halt immer noch DVD irgendwie ist, ne, dann ist das immer so, ja. Wenn du dann darüber nachdenkst, dass er dann später gefühlt wieder gemobbt wird von allen Survivoren, dann ist das immer so, Guck mal, da ist Lina wieder. Hallo Lina, wie gefällt sie hier denn so? In meinem Zoo. Dehydriert. Ja, hier ist kein Wasser mehr drin. War hier nicht irgendwie... Ganz ehrlich? YOLO. Das ist ja aber wohl einfach nur schade gerade alles. Das hätte nicht sein müssen. Das verstehe ich auch nicht ganz. Aber naja. Hier Pflegerhütte wäre ja hier drüben. Ja. Super Zoo. Wo die ganzen Tiere sterben, ist richtig super, ey. Oh, hier haben wir auch noch angefangen gehabt mit dem Gehege. Das hatten wir auch noch vor. So, ich muss das hier nochmal kurz wegmachen. Station geschlossen. Wundert mich ja überhaupt nicht. Kann ich das jetzt connecten? Nö. Kann ich das mit der hier connecten? Oder geht das nicht? Wahrscheinlich geht das gar nicht so, wie ich mir das vorstelle, oder? Shuttle-Modus will ich haben eigentlich. Wie gesagt, ich glaube, das geht nicht. Reptilienhaus geht mir gerade ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. Aber wieso geht denn das nicht? Wofür sind die ganzen scheiß Dinger denn sonst gut? Wenn nicht für irgendwie sowas... Das ist irgendwie schade. Ich hätte das halt irgendwie anders benutzen wollen, aber wie gesagt, ich glaube, das wird so nicht funktionieren, wie ich mir das gerade hier vorstelle. Wir können natürlich trotzdem irgendwie eine coole Seilbahn hier machen. Da spricht ja nichts gegen. Aber wir müssen trotzdem einen normalen Weg da irgendwie hochführen, also schauen wir mal, wie wir das lieber hinbekommen, bevor wir irgendwas anders bauen. Würde hier oben gerne irgendwie ankommen. Wie das möglich ist, ist halt die Frage. Der Regen nervt gerade schon wieder ein bisschen.
Stairway to Heaven, offenbar. Wir könnten hier so einen Tunnel aufmachen. Der Regen macht es mir nicht gerade einfacher. So. Das ist übel hässlich. Ich wollte es nur mal sagen. Das muss anders gehen. Ich will nicht unbedingt mit den Treppengeländern arbeiten, wenn ich ehrlich bin. Ach, wieso mache ich das dann alles immer so? Mach doch einfach so rückgängig. Dann gehen unschöne Änderungen auch instant so weg. Ich warte eigentlich gerade ein bisschen auf besseres Wetter, wenn ich ehrlich bin. Mehrere Tiere unter dem niedrigen Wohlbefinden. Und da ist das bessere Wetter, das ich mir gewünscht habe. Jetzt muss ich hier doch nochmal kurz aussortieren. Hier kommt auch kein Tierarzt gefühlt hin, oder? Ich hasse alles. Ich hasse mich so sehr. Wieso? Oh Mann, das ist doch... Wieso, Masa? Wieso mussten sie sterben? Nur weil du deinen Scheißweg weggemacht hast. Deswegen sind sie gestorben, weil die Zoopfleger zu inkompetent sind, über Gras zu laufen. Deswegen mussten sie sterben. Oh nein, ich hasse alles. Mega Fail einfach nur. Einfach nur Fail. Das tut weh. Das tut echt weh gerade. Oh nein. Deswegen konnte ich die auch nicht in Quarantäne bringen, weil da keiner hinkommt. Ich würde ja sagen, ich lade einen älteren Speicherstand, aber ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ich glaube nicht. Oder? Wartet mal. Was haben wir gerade alles gebaut? Wir haben gefühlt gar nichts gebaut. Wir haben den Dingens abgerissen wieder. Ich guck mal, ob wir noch irgendwie einen älteren Savegame haben, wo die gerade noch leben. Wir machen wieder eine Zeitreise, wie in Sims damals mal. Das waren schöne Zeiten. So, meine Zoos. Zum Franchise gehen. Ja, nee, ich glaube, das wird nichts. Franchise-Leistungen? Ah. Sieht man auch, was die gebracht haben? Also mir offenbar, ich habe nichts geleistet. Ich bin ein Noob. Aber interessant, guck mal. Das ist cool. Okay, nee. Also ich kann zu keinem... Hallo? Keinem vorherigen kommen. Ja, rest in peace, ne? Ich baue ihnen ein Grab. Wobei, kann ich ja sogar, glaube ich. Okay, ich baue einfach den Weg. Ich glaube, das ist das Sinnvollste, was ich jetzt machen sollte. Oh Mann. Ja, da ist ja kein Wunder, dass sie verhungern, weil... Aber, ja, liegt ja an meinen Verwaltungszonen, ne? Blöd, dass ich keine Verwaltungszone habe. Daran muss es liegen. Gut, dass jemand so inkompetent ist und, keinen Weg hat. Darauf muss man auch erstmal kommen. Das ist nämlich so ein ganz neues nächstes Level, ne? Ich habe gerade echt so ein... Ich weiß nicht, das ist so ein... Ich weiß nicht, wie ich dieses Gefühl des erbärmlichsten Scheiterns Evers beschreiben soll. Es riecht nach vergammeltem Nilwaran einfach. So würde ich es beschreiben. Tatsächlich. So würde ich es einfach mal beschreiben. Es riecht einfach nach vergammelten Nilwaran. Ja, ich habe gehört, wir haben Nilwarane verkauft. Guck mal, da ist weg.
Also zwei konnten wir irgendwie retten, frag mich nicht wie. Und dann sollten wir jetzt ein Mil. Aber wieso sind die so günstig? Das ist ein Albino. Wieso ist das so günstig? Wahrscheinlich weil es schon so alt ist. Ich will aber keine Albino so kaufen. Ich will das, wenn dann selber irgendwie haben. Also keine Ahnung, wie das geht. Wenn, dann will ich selber einen Albino züchten. Sonst ist ja lame. Ich glaube, die anderen haben wir verkauft bekommen, ne? Oh, ich hasse alles, ey. Mal gucken, wann Lina wieder vorbeikommt. Kaputte Barriere. Barrierestatus 0. Techniker ist angeblich auch unterwegs. Oh, er kümmert sich drum. Sehr gut. Und zu viel Müll vorhanden. Okay, hier ist angeblich irgendwie dreckig. Hier ist hungrig. Oh nein, nicht das schon wieder. Hier ist hungrig. Oh. Jetzt schon wieder los. Guck mal, das ist 7 Jahre schon. Ich würde ganz gerne manchmal irgendwie so Aufzucht-Dinger haben, aber okay. So. Boah, das ärgert mich so sehr. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mich das gerade irgendwie ärgert. Das ist doch nicht mehr normal. Und kann ich denen vielleicht einfach noch ein bisschen mehr Essensmöglichkeiten geben? Weil irgendwie ist das sonst ein bisschen nervig. Ich gebe denen noch eine Essensmöglichkeit. Das sind so viele Tiere, die brauchen das wahrscheinlich sogar. Ja. Schneeleopardenbildung erhöhen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich kann das hier nochmal kopieren. Irgendwo hier hin nochmal packen vielleicht. Wo kein Strom wahrscheinlich ist. Ja. Sag ich ja. Oh, hier ist Müll. Ziemlich viel. Ist ja nett. Mann, sind die Menschen hier sympathisch. Gut. Dann, ich mach mal Verhütung definitiv aus. Wir können meinetwegen jetzt Knick-Knack machen, da habe ich jetzt kein Problem mehr. So, bin wahrscheinlich nie weg. Nein, bis jetzt bist du nicht da. Mal gucken, ob du noch vorbeikommst, wenn ich den anderen mal Hallo sage und eh nichts mehr dafür bekomme, aber ich sag's trotzdem. Oh, wird bald an Altersschwäche sterben. Hast du fein gemacht, Große. Oder Große. Was ein treues Warzenschwein. Rip. Aber du hast ordentlich Nachwuchs gebracht, glaube ich, oder? Da sind ein paar dabei. Das finde ich gut. Was ist hier los? Mehrere Tiere sind hungrig. Ebenso wie in diesem Vivarium, wo schon wieder 16 Frösche drin sind. Wie ist das möglich? Bitte sag mir, hier ist ein Weg. Solange hier ein Weg ist, habe ich keine Befürchtung. Mehrere Tiere sind hungrig. Ja, dann esst was? Hä? Da ist genug Essen, guck mal. Du bist einfach nur zu langsam, du scheiß Schildkröte. Also wenn die jetzt mir da verhungern, dann quitte ich hier. Okay, so, ich wollte hier einen schönen Geländeaufgang machen. Ich weiß noch nicht wie, aber ich wollte es machen. Habe ich gehört. Wieso ist es auf einmal so dunkel gewesen? Das würde mich das Spiel teilweise echt trollen wollen. Das ist doch echt nicht mehr gesund. So, mal gucken, ob wir da irgendwie einen Weg hochbekommen oder ob das zu steil ist. Ich vermute, es ist zu steil. Aber finden wir es heraus. Aber ich glaube, ich habe mich geirrt. Es ist tatsächlich nicht zu steil. Ich muss mal echt die Länge hier hochboosten. Okay, Länge hochboosten. Nicht die beste Idee. Hier ist zu steil.
bekomme den Weg da irgendwie hoch. Und wenn es das Letzte ist, was ich hier tue, bevor meine Nilwarane wieder sterben. Die haben immer irgendwelche Mitarbeiterplatzbeschwerden. Da sollten wir wahrscheinlich auch nochmal gucken, dass wir nochmal neue Mitarbeitergebäude irgendwo hinpacken. Scheint mir zumindest sehr danach. Hier drüben hat er keinen erreichbaren Mitarbeiter. Ja gut, hier sind auch inzwischen ein paar Gehege mehr, ne? Pack ihm hier mal noch so ein Ding hin. Vielleicht hilft's ja. Noch ist Lina noch nicht da. Ich warte ja noch drauf. So. Schon hier alle hungrig. Alter. Das Tier ist hungrig. Ja. Kämpfe wegen Überbelegung. Dann gucken wir doch mal. Er hat keine guten Stats. Ich wollte es nur mal sagen. Von dem her lasse ich ihn mal frei. Vielleicht kommt ja was Besseres raus. Und wir haben Forschung abgeschlossen. Das ist auch schön. Nilwaran, komplett durch. Okay, cool. Da sollten wir noch gucken, ob wir noch irgendwelche Beschäftigungsmöglichkeiten dann für die haben, ne? So, hier haben wir auch soweit alles durch. Können wir noch ein bisschen weiter an irgendwelchen Krankheiten forschen, die wir irgendwann eines Tages wahrscheinlich bekommen werden. Oder zumindest nicht wir, aber unsere Tiere. Viel Müll vorhanden. Ja. Guck mal nochmal bei meinen Mitarbeitern, ob ich irgendwelche noch weiterbilden kann. Ihn hier. Hier ist gerade ihr noch nicht mich weiterbilden, aber mal gucken, den da noch. So. Krankes Tier entdeckt. Quarantäne. So, und jetzt mit dem Weg klappt besser, als ich dachte. Das hier ist noch ein bisschen ugly. Das bekommen wir vielleicht schöner hin, Fragezeichen. Ein bisschen glätten. So, dann gucken wir nochmal. Ja, sieht besser aus. Hier ist auch eine komische Falte drin. Da hat jemand nicht ordentlich gebügelt mit dem Geländetool des Glättens. Oh. Glätten wir mal ordentlich mit dem... Ne, nicht mit dem Glätteisen. Ich wollte gerade Glätteisen sagen, aber irgendwie ist das... Ist das sehr merkwürdig, was ich hier laber. So. Es ist irgendwie nicht besser geworden. Wollte es nur mal sagen, aber es ist nicht besser geworden. So. Jetzt sind wir auf dem Berg, Leute. Jetzt haben wir unser Ziel an sich erreicht. Der Weg kommt weg. Achso, wir haben ja den dünnen Weg genommen, ne? Macht das Sinn, Masa? Ist das eine gute Wahl, den dünnen Weg zu nehmen? Ich glaube, nein. Du solltest den Weg nochmal wegmachen und neu machen. Mit dem dicken Weg. Ja, zumindest ein bisschen dicker den Weg. Wenn 8 nicht geht, dann ist es auch in Ordnung, aber schon ein bisschen, ne? Afrikanische Strauß streitet sich auch schon wieder. Alles klar. Guck ich mir gleich an. Ja, irgendwie, ich glaube, das ist ein bisschen too much. Ich glaube, 6 sollte gehen. Dann können wir hier immerhin nochmal ordentlich drüber gehen. Und das Ganze schöner machen.
Hier würde ich es irgendwie ein bisschen gerne wieder ein bisschen abgeflachter haben. Dass es ungefähr auf derselben Fundamenthöhe wäre. So ungefähr. Gucken wir mal, ob wir es ein bisschen so hinbekommen. Hier ist es jetzt natürlich schon wieder sehr abgekattet wiederum. Das muss man ein bisschen runterdrücken und nochmal drüber glätten. So. Ja, das könnte gehen. Und dann mache ich hier nochmal ein bisschen ziehen gerade. Dann würde ich den Weg hier so ran connecten, würde ich sagen. Ich glaube, das ist ganz gut. Wenn wir dann runterkommen irgendwie hier. Bis jetzt sagt das Spiel wieder so nö. Hier geht's. Und Tim Lange, danke für dein Abo. Willkommen im Hamsternest hier. Mach's dir gemütlich. So. Wir haben es runter geschafft, Leute. Der Berg ist connected. Ich wiederhole, der Berg ist connected. So. Dann kommen wir jetzt hier so vorbei. Mir fällt gerade auf, wir hätten auch einfach einen Tunnel machen können, wir Vollidioten. Oder ich Vollidiot, wo eher. Ihr habt bestimmt alle gesagt, Maser macht doch einfach einen Tunnel. Aber nein, ich habe ja wieder nicht gehört. Bin mir auch nicht sicher, ob man da vielleicht sogar hier für den Berg irgendwie einen anderen Weg machen sollte. Oh, Naturpfad. Frage ist, was für einer? Ist das ein Unterschied? Ah. Ja, der ist ja schon schöner. Da machen wir tatsächlich einen Naturpfad, glaube ich, hin. Das passt ganz gut hier. Inspektor kommt in 14 Monaten. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Ich wünschte, man könnte das irgendwie einfach hier drüber ziehen oder so und müsste nicht einzeln klicken. Und dann funktioniert es ja nicht mal. Also wer den Berg jetzt hochlaufen muss, viel Spaß. Da würde ich ja die Gondelfahrt bevorzugen, aber es geht ja irgendwie nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Und keine Sorge, Leute, ich sehe gefühlt genauso wenig wie ihr gerade wegen diesem Kackregen. Ah. Nein. So. Dann geht das hier so hoch. Und dann sind wir hier auf dem Berg. Und da kommen dann die coolen Tiere hin, wie Grizzlybären zum Beispiel. Ich habe auch überlegt, ob wir vielleicht unser Wolfsgehege oder so hier nicht hoch verschieben wollen auf den Berg dann. Das wäre nämlich auch eine Idee, auf die ich gekommen wäre, die vielleicht ganz cool wäre. Oder Bär. Cool Bär. Okay, ich sollte aufhören. Ich entschuldige mich hiermit offiziell für diese schlechten Witze heute. Weiß nicht, was wieder mit mir los ist. Es ist wieder in mich gefahren. So. Wo ist denn das mit den Tunneln? Weg mit Bordstein. Ist hier kein Bordstein? Was passiert denn, wenn ich Weg mit Bordstein bei dem Ding mache? Gefühlt gar nichts. Tunneln. Wieso macht das so komisch? Das ist in Ordnung, aber trotzdem. Hä? Jetzt bin ich richtig verwirrt gerade.
Das ist nicht das, was ich tun wollte. Also das mit dem Tunnel ist jetzt irgendwie so ein bisschen, naja. Ich glaube, das mache ich lieber irgendwie selber. Wisst ihr was? Ich mach mal hier kurz so. Damit wir ungefähr auf diese Ebene kommen. So, dann mache ich den hier nochmal ein bisschen weg. So. Jetzt verlege ich den Weg. Und zwar hier durch dieses Tal dann. Wieso lecken diese Wege immer so stark? Um dann festzustellen, dass es irgendwie komisch hier ist, von der Erhöhung her. Dann benutze ich nochmal hier Glätten und dann geht das hoffentlich wieder. Hoffentlich. Betonung auf hoffentlich. Ich glaube, das Problem mit den Wegen ist einfach, dass er halt hier unter dem Ding auch automatisch anfängt zu malen. Und irgendwie mag er das, glaube ich, nicht so ganz. So. Haben wir neue Besucher? Immer noch nicht. Wo bleibst du denn, Lina? Wird langsam Zeit. Das haben wir auch abgeschlossen, okay. So, ich erkenne hier den Weg gar nicht. Hä, warte mal. Hier ist aber noch gar keiner. Ja, lol. So, hier der Weg hier lang. Und dann müssen wir da irgendwie auch nochmal so durchgehen, denke ich. Und dann haben wir hier an den Stellen wahrscheinlich irgendwie die Gehege untergebracht. Zumindest in der Theorie, wenn ich es wieder sehen könnte. Da haben wir, glaube ich, ein paar viele Krustenechsen. Wenn ich mir das hier so ansehe. So. Was macht denn der hier? Hä? Wann ist der... Okay. Das Spiel leckt gerade ganz schön. Ich weiß nicht wieso. Das hat auch wieder richtig schlechte Stats. Ah ja, die Straußen hatten ja auch irgendwie ein paar Problemchen. Ich erinnere mich. Gott, was ist bei euch los? Die Sets werden ja immer schlimmer. Wahrscheinlich machen die wieder Inzucht oder so, weil ich wieder nichts davon weiß oder so. Der Regen nervt, deswegen baue ich in der Wüste. Ja, hätte ich irgendwie auch machen sollen, ne? Ohne Witz. Das wäre irgendwie angenehmer gewesen. Meinen nächsten Zug, glaube ich, mache ich wirklich auch einfach in die Wüste. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wo wir davor gebaut hatten. Da war es auch nicht so extrem mit dem Regen. In der Beta war das. Aber gut, ich glaube, da war es auch wieder was anderes, weil da gab es das, glaube ich, noch gar nicht so stark. Ich bin mir aber gar nicht mehr sicher. Aber ja, das ist natürlich definitiv ein Grund, in der Wüste zu bauen.
Komme gleich von meinem anderen YouTube-Account. Alles klar, Alex. Kein Problem. So, ich würde sagen, wir machen mal dann ungefähr bis hier so den Weg. Und dann versuchen wir einfach mal irgendwie ein... Ja, einfach mal ein Gehege dann hier hinzubauen, oder? Damit wir mal was stehen haben, was ordentliches. Weil sonst kommen wir ja niemals irgendwie zu einem Gehege hier drüben. Und vielleicht Mitarbeitergebäude auch irgendwie. Die kann man ja in den Berg irgendwie unterbringen, ne? Das ging ja auch. Das habt ihr ja auch schon gemacht. Aber dann sollten wir einfach hier teilweise noch so Mitarbeiterwege irgendwo reinmachen. Damit wir dann Strom aufbauen können und dann halt hier die hier auch mit Schnee bedecken. Weil ansonsten ist das echt kacke. An sich brauchen wir nur einen Mitarbeitereingang, der hier irgendwas unterirdisch dann reinführt. Wusste gar nicht, dass man auf die Berge kann? Fragezeichen. Den Berg haben wir halt selber gebaut. Also die Berge hier rundum, da kommst du nicht so einfach drauf. Den habe ich selber geterraformt. Ich habe den offline geterraformt, deswegen kennst du den vielleicht nicht. Wir haben angefangen gehabt, den so ein bisschen zu erhöhen im letzten Livestream. Aber da das zu langweilig war und ich euch das wirklich nicht antun wollte, habe ich den jetzt einfach offline ein bisschen gebaut. So, mach mal Tunneln wieder an. Komme ich schon irgendwo raus? Zum Glück nicht. Jetzt würde ich wohl rauskommen. Die Frage ist, ne, wenn man sowas macht, sowas Unterirdisches, wie kommt man da genau rein? Oh Gott, ist das dunkel hier. Da habe ich ja Angst. Ist ja richtig creepy. Ich brauche mal hier eine Lampe. Warte mal. Wo waren denn die Lampen? Waren Lampen nicht hier? Ach, hier sind Lampen. Ich sehe immer nur... Ah, fuck, wir haben keinen Strom, deswegen. Ja gut, da bringen mir die Lampen auch nichts, wenn ich keinen Strom habe. Ich brauche erstmal so einen Transformator hier unten irgendwo. Gott, ist das unnötig. Und dafür muss ich erstmal was freibuddeln. Ich buddel mal auf gut Glück, ne? Wie das aussieht, ey. So, jetzt platziere ich eine Lampe, damit ich auch was sehe. Erstmal beende ich hier diese Teilbearbeitung und gehe hier raus. Was hatten wir immer für Lampen, die gut leuchteten? Die hier, ne? Oh, ich sehe endlich was. So. Der Berg sieht so realistisch aus, findest du? Das ist ein sehr, das ist sehr gut für mich, dass du das sagst. Das spricht sehr für meine Baukünste im Terraforming. So, dann haben wir hier sowas. Dann können wir hier auch eine Mitarbeitereinrichtung ein paar hinstellen dann. Und halt auch... Mach mal hier dann wieder so, ne? Dann können wir da so Tierpflegerhütte auf jeden Fall mal hinpacken. Und einfach ein Stuffroom allgemein, ne? Mitarbeiterraum. Das können wir bestimmt auch irgendwie cool hier rein verpacken. Dass es sogar auch noch realistisch aussieht. Oder vielleicht nicht realistisch, aber zumindest irgendwie cool dann. Tierpflegerhütte groß. Wir werden hier, glaube ich, ein paar brauchen. Also schadet das sicherlich nicht.
war denn jetzt die? Hä? Hab sie gerade aus Versehen weggetan. Ich wollte die gar nicht wirklich wegmachen. Ist hier der Eingang? Nein. Hier ist der Eingang. Tierarztpraxis wäre halt wahrscheinlich auch noch ganz gut hier zu haben. Aber irgendwie ist der Platz gerade ein bisschen wenig. Hier geht's. Ich kann ein bisschen mit Gebäuden bauen umgehen, aber Terraforming ist bei mir die Hölle. Kommt da gar nicht klar. Ja, also wie gesagt, ich habe hier einfach ein bisschen... Man sieht es halt gerade so schlecht. Ich will halt oben auf jeden Fall eigentlich Schnee haben. Deswegen brauchen wir hier auch eben Strom. Wir haben jetzt immerhin den Bereich mit Strom abgedeckt. Ich muss dann die Straße eigentlich noch hier rüberführen komplett, damit wir alles mit Strom versichert haben. Für alle Fälle. Ich glaube, das mache ich jetzt dann auch noch gleich. Aber jetzt habe ich schon alles so zugebombt mit Wegen hier allgemein wiederum. Komme ich da noch einen Weg irgendwo rein? Achso, die Breite kann natürlich ein bisschen geringer sein. Gut, hier. Ich glaube, ich muss da mal wieder reingehen, damit ich überhaupt sehe, was ich mache. Huch. Wieso hat er mich nach oben gesetzt? Okay. Wie gesagt, ich muss da kurz reingehen, damit ich überhaupt sehe, was ich mache. Hier ist nicht die Höhle, die ist da drüben. Kampf um Alpha-Status bei den Wölfen. Da muss ich aber kurz gucken. Clowny. Hä? Okay. Gut, da ist jetzt aber. Das sollte jetzt eigentlich. Hilfe, hier ist so dunkel. Ah! What the fuck war das bitte gerade? Oh mein Gott, ey. Ich hab mich noch nie so erschrocken in dem Spiel. Was zum Teufel war das? Und, oh mein Gott, das ist echt irgendwie ein bisschen gruselig. Okay. Ja. Oh. Hä? Okay, das ist super creepy. Ich will nur anmerken, wie creepy das alles hier irgendwie ist. Ich habe Angst, dass mein Spiel hier crasht, wenn ich das mache gerade. Die Frage ist, wann kommen wir aus dem Berg raus? Irgendwie hat das halt auch einfach noch was. Man kann halt das halt tatsächlich, glaube ich, machen, dass man hier dann noch einen Wartungsweg reinbaut. In so eine Art Höhle. Das hat halt sogar noch was. Kreativ bin ich auch nicht. Ich speichere mal, weil das irgendwie ziemlich laggy ist. Ja, Kreativität ist in dem Spiel echt sehr gefragt. Habe ich jetzt gespeichert? Fragezeichen. Ich hoffe. Das ist ein bisschen tief, Masa. Thank you.
Ich muss sagen, das ist irgendwie sehr grauenhaft. Das ist irgendwie schon ein bisschen sehr grauenhaft, ne? Aber, ja. Ich glaube, das brauche ich irgendwann nochmal schöner. Betonung auf irgendwann. Ja. Okay, na, 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 na. Wo haben wir denn jetzt dann die ganzen Wege eigentlich dann verlaufen? Ich würde da nämlich eben gerne auch nochmal Strom haben wollen. In dem Bereich. Das heißt, wir müssen hier ungefähr noch einen Transformator irgendwie hinbekommen. Wie gesagt, ich baue das noch irgendwann schöner. Das wird nicht für immer so bleiben, denke ich mal. Aber ich muss jetzt erstmal hier irgendwie den Kackberg mit Strom versorgt bekommen. Der Rest ist dann eh chillig. Also ich möchte hier keinen Schneeleopard wieder in Altersschwäche. Oh nein. Das ist echt traurig. So. Wir haben ja noch einen Schneeleopard, aber es ist ein männlicher. Und die haben, glaube ich, keinen Nachwuchs mehr bekommen, ne? Das ist echt schade. Das ist sad. Einfach nur sad. No. Verbrechen reduzieren. Hammer. Cool. Ja, Tier verstorben, ne? Okay, haben wir denn jetzt hier überall Strom? Ja, zumindest in einem größeren Bereich. Und dann bräuchten wir hier drüben theoretisch halt auch nochmal ein bisschen mehr Strom. Das war gerade richtig traurig, ja. Vor allem, die war ja schon so lange hier auch. Ist immer super sad dann einfach. Wieso gehen die Lampen hier nicht gefühlt? Na komm. Ich glaube, ich muss das... Achso, weil es zur Gruppe noch gezählt hatte. Okay, jetzt darf ich es ordentlich ausrichten. Danke dafür, Spiel. So. Ich wollte nämlich den Weg hier auch noch weiterführen können. Wenn irgendwie möglich. Ja doch, das ging gerade. Oder auch nicht. Ich mach mal gerade auf 6 Meter. Ja. So geht's. Hab heute das Zebra-Giraffengehege gebaut, orientiert am Münchner Zoo. Das klingt cool. Ja, Zebra-Giraffen, das ist auch was, worauf ich mich echt noch freue, aber haben wir leider noch nicht. Habe ich jetzt wieder die Oberfläche? Nee, das ist nur dieser komische Lichtbug. Das ist echt ein bisschen gruselig mit dem Licht da. Ich denke immer, ich bin direkt an der Oberfläche, aber bin ich ja offenbar nicht. Guck mal. Aber es scheint so, als wäre man's. Mal gucken, wie weit wir gehen dürfen. Hier geht's offenbar noch ein bisschen weiter. Als beim anderen Berg gerade. Ah ja, und jetzt sind wir draußen, ne? Ja. Bam. Okay. Jetzt muss ich es nur irgendwie aus dieser Höhle rausschaffen. Kann ich mich wieder richtig... gruselig rausglitschen. Offenbar kann ich das. Cool. So. Wir sind nämlich irgendwie, glaube ich, am
am Pfauengehege irgendwo vorbeigeschossen, was irgendwie super weird war. Okay, wir haben jetzt hier diesen Bereich überall mit Strom abgedeckt. So, dann gehen wir jetzt nämlich auf die Kühlteile. Hier, Kühlanlagen. An sich kann man die ja auch unterirdisch platzieren. Ich weiß aber nicht, ob ich das wirklich auch machen will. So, darf 0 Grad sein und ruhig so die Reichweite. Dann gucken wir mal, ob wir das alles schön irgendwie abdecken können. Habe ich es jetzt irgendwo im Nirgendwo platziert? Ich glaube. Was ist denn das Teil? Ich finde das Münchner Giraffenhaushalt wunderschön. Ich muss mal echt ein paar Dinge angucken, glaube ich. Ich kenne tatsächlich relativ wenig, leider. Ich war auch schon länger nicht mehr in wirklich Zoos drin, leider. Der letzte, wo ich halt war eben in Stuttgart. Das war eigentlich ganz schick. Das war ganz nett. Oh nein, wenn ich das unter die Erde mache, ging das ja wieder nicht ordentlich, ne? Da geht der Schnee wieder weg. Ah. Die mussten ja irgendwie sichtbar sein. Beziehungsweise, nee, gar nicht. Vollidiot, halt dein Maul. Du musst das einfach nur unter die Erde packen und nochmal kurz warten. Bis es den Radius wieder neu hat. Oder die Kältedingens halt. Oder? Ja. Okay. Dann sieht das nämlich auch ein bisschen besser aus. Wobei wir da doch noch ein paar mehr brauchen werden, denke ich mal. Gut. Aber da wir ja doch schon relativ lange schon wieder für das ganze Terraforming-Zeug hier brauchen, gehe ich jetzt nochmal kurz durch die Tiere. Guck, was die so machen, was mich wieder aufregt. Wer macht denn hier dann die Kämpfe? Kommt er da wieder raus? Oh, das ist tatsächlich ein sehr guter Wolf geworden. Wir haben hier noch Clowny. Clowny ist auch schon wieder älter. Wie viel bekommen wir für Freilassen? 6. Wow. Ist ja gar nichts. Gut, sie hat super gute Sachen und alles, aber wäre halt wieder Inzucht, ne? Aber wir könnten sie zumindest aufheben. Wieder. Bis der Zeitpunkt wieder gekommen ist, dass die anderen gestorben sind. Ne? Ich glaube, das ist ganz gut. So, und ich glaube, ich muss hier mal wieder aussortieren. Oh, wir haben 33 von 30? Das ist ja ein Wunder, dass wir die überhaupt hier reinpacken konnten. Hä? Das verwundert mich jetzt wirklich ein bisschen. Normalerweise würde das Spiel mich gefühlt nicht mal hier alle auswählen anklicken lassen. Aber hier alle reinzupacken ist neu. Gott, haben wir viele. So. Tschüss. Zu viel Müll vorhanden und Forschungen haben wir abgeschlossen. Sehr gut. Wir kommen gut voran mit den ganzen Krankheiten auch. Das gefällt mir sehr gut. Technikforschung sind wir durch. Da kann man, glaube ich, auch nichts mehr machen. Ja. Geldautomat. Hoher Bedarf. Oh.
Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Geldautomaten ab und an, ne? Hier haben wir einen, ja. Hier drüben hatten wir den weggemacht, aber ich mache ihn mal tatsächlich wieder hin, weil ich glaube, wir brauchen den. Die Mülltonne ist zu voll, gefühlt. Wahrscheinlich brauchen wir auch noch einen neuen Zoopfleger. So, die anderen Mitarbeiter, die wir so haben, können wir wieder fortbilden, wenn denn möglich. Meistens sind aber eh schon auf der höchsten Stufe. Und schon haben wir wieder bei 20 Tieren irgendwie Probleme. Gut. 20 Tiere erklärt sich hierdurch schon wieder. Wie alt werden die? Also das ist halt echt zu nervig, weil ich will das halt nicht verhüten, weil dann haben wir keine mehr irgendwann und mir fällt es halt nicht auf. Oh nein, ich hab's angeklickt. Oh. Das ist halt immer mein Problem und ja. Das ist halt mein Problem. Oh cool, ich konnte mal wieder alle auswählen, ist ja nett. Kannst auch überfüllen, hat mein Tierhandelszentrum 60 Tiere. Ah, okay. Interessant. So, jetzt sind wir aber good to go soweit. Und Lina ist immer noch nicht da. Und hallo Mystics. Was sagt denn die Inspektorin eigentlich? Gehege 19? Ich muss die Gehege mal richtig benennen. Hier sind die Galapagos-Schildkröten. So, und hier waren die Aldabra Riesenschildkröte. So. Mystics, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Ich freue mich auf den Feiertag morgen. Oder ich bin glücklich darüber, dass ich den morgen habe. Hat ja nicht jeder den Luxus. Gibt es ja nicht in allen Bundesländern. So. Von dem her... Oh, ich guck mal hier, das heißt auch noch nicht Schneeleopardengehege. Leoparden, genau. Genau, Masa. Das Schneeleopardengehege. So. Isabelbergehege stimmt. Wir haben ihn leider in Österreich Schule. Ja, das ist natürlich auch wieder doof. So. Das ist natürlich ungünstig für dich. Also. Wir wollten ja unterbringen. Ich muss es jetzt nochmal durchgehen. Die da wollten wir irgendwie unterbringen, wobei die glaube ich nicht so 0 bis 40... Oh, Tatsache. Okay. Das heißt, die können wir tatsächlich hier unterbringen. Dann wollten wir Grizzlybären unterbringen. 750 Quadratmeter. Was ist das hier für eine Fläche? Das sind 3000. Das reicht halt dann theoretisch locker hier die Fläche, oder? Beziehungsweise man kann das hier vielleicht noch mit Steinen irgendwie aushöhlen. Dass sie da so eine Höhle haben auch. Ja, das geht glaube ich als Grizzlybären-Gehege locker. Huch. Okay. Wenn er da so eine coole Höhle reinbaut, ne? Sollte es richtig chillig sein. Ja.
Die Fläche reicht, das mit der Höhle wäre super. Denke ich ihm auch. Das Ganze halt dann noch irgendwie... Ich würde halt wieder mit den Steinen arbeiten. Die Frage ist, mit welchen Steinen? Arbeiten wir wieder so wie vorhin mit allen aus der Richtung? Ich glaube, ich gucke mal erstmal, wo der überhaupt herkommt, der Grizzly. Und dann entscheide ich. Gemäßigt. Das sind halt genau die Steinarten, die wir sowieso hernehmen. Also, ja. Also können wir die auch weiterhin nehmen. Dann können wir ein bisschen mischen, wenn wir wollen. Biome. Gemäßigt, Tiger und Tundra. Ups, jetzt habe ich meinen Chat weggeklickt. So. Ich brauche wieder die großen Steine. Ich glaube, ich muss das nach Dingens ausrichten, wegmachen. Frage ist, wollen wir die da auch oben rauflassen? Ich würde sagen, nein, ne? Ich denke nicht, dass das eine gute Idee ist. Hier drüber, ja. Da sollen die meinetwegen noch drüber laufen können. Hab mal im Sandbox mal eine Idee mit dem Naturzoo gestartet. Was? Wie meinst du das? Verstehe ich gerade nicht ganz, sorry. Naturzoo. Klingt aber an sich schon interessant. Ohne Barrieren, nur Steine als Barriere und so weiter. Ah, so meinst du. Gut, das geht ja. Ne, das mit den Steinen ist relativ easy. Die benutze ich auch sehr, sehr gerne, muss ich echt sagen. Die sind sehr angenehm. Ich glaube, die musst du auch nicht so häufig dann reparieren. Wahrscheinlich eigentlich so eher gar nicht. So. Und nur Pflanzenfresser. Ah. Das ist auch eine interessante Auswahl. Ich würde tatsächlich auch, wenn wir hier unseren Zoo vielleicht ziemlich weit haben, auch mal einen Zoo, der noch ein bisschen anders themenbasierter wäre. Weil hier will ich halt einfach irgendwie alles haben, ne? Ich will einfach alles, was es halt so gibt, irgendwie einfach mal in meinen Zoo dann verbaut haben. Jede Tierart und so. Aber ich hätte auch an sich Bock auf themenbasierte, wo halt dann nur gewisse Tierarten dann sind. Zoos einfach. Einfach so. Weil man kann ja eben so viele Zoos dann auch machen. Und dann vielleicht auch ein paar andere Designs mal ausprobieren. Ich denke, das ist ganz chillig dann vielleicht. So, ich habe hier ein bisschen Schiss, dass sie irgendwie mir dann rausklettern gerade. Muss ich zugeben. Weil ich denen irgendwie schon zutraue. Windkraft und Solar finde ich super ätzend. Die haben einfach so einen niedrigen Radius. Natürlich, natürlich stört Solarenergie die Leute dann nicht. Aber ich finde es trotzdem nicht schön, wenn ich da überall meine Solarkraftwerke sehe. Dass das die Leute nicht stört, ist vielleicht so. Aber mich stört halt. Deswegen arbeite ich halt trotzdem einmal mit den anderen Dingern weiter.
Weil ich die Solarkraftwerke echt nicht sehen kann. Muss ich echt leider sagen. Finde ich einfach nicht schön. Das ist hier auch noch ein bisschen... Meh. Ja, wir brauchen mehr Steine. Das ist der Fakt, den ich hier gerade erkannt habe hier. Mann, ist krass, dass es schon wieder 22 Uhr ist. Hä? Ich guck gerade so auf die Uhr, denk mir so, la. Und was ist? 22 Uhr. Ich fühle mich erschlagen von dieser Uhrzeit. Irgendwie hätte ich nicht gedacht, dass es schon wieder so spät ist irgendwie. Spät. Ich gehe normalerweise so mit Mitternacht ins Bett, wenn ich Schule habe, aber da ich ja morgen keine Schule habe, geht's ja noch. Dann wünsche ich dir viel Glück, Alex, ne? Dass es irgendwas Ordentliches wird. Aber Hauptsache, du hast irgendwie Spaß dran, dann passt das schon. Auch wenn du vielleicht scheiterst. Ich meine, mein erster Zoo, der war ziemlich schnell pleite. Ich weiß immer noch nicht genau, wieso, aber hey. Guck mal, wie es jetzt aussieht. Das hier würde ich gerne drehen. Das ist etwas, wofür ich mir relativ wenig Zeit immer nehme. Hier die Dinger nochmal irgendwie... ein bisschen zu drehen oder sowas, weil ich den Shortcut nicht weiß. Ich glaube, es gibt auch einen Shortcut, womit ich instant in dieses Menü hier komme. Mit X? Warte mal. Mit X komme ich tatsächlich hier irgendwie direkt rein. Scheint irgendwie tatsächlich zu gehen. Kann ich mir ja mal merken. Vielleicht. Für 2 Sekunden. Wahrscheinlich so. Aber ich denke, Naturzoo klingt machbar für mich. Also, ich denke, das könnte gut funktionieren, was du da vorhast. So, wir kommen voran, Leute. Wir kommen voran. Wenn auch nur langsam gefühlt, aber wir kommen voran. Und wir bauen endlich mal wieder ein Gehege. Das ist doch auch schön. Endlich mal wieder ein neues Tier hier in Sicht. Wobei die Nibarane ja auch relativ neu sind. Die uns bestimmt nicht alle gestorben sind. Weil ich ein sehr guter Zoobauer bin. Ein erreichbares Forschungszentrum. Okay. Überbelegung. Ha. Uff. Huibu ist auf Besuch. Hallo. So. Finde ich irgendwie echt witzig. Wer einen da immer so besucht.
Boah, dieser Regen, ne? Ich glaube, ich würde als nächstes auch lieber in der Wüste bauen, ne? Boah. Ich kann ja mal hier was mitkopieren. Versuchen, ob ich das hier vielleicht einfach hier in unterbringe. Geht eigentlich, ne? Einfach mal rüber geklaut. Das ist ja cool. So. Ich frage mich, ob es ein Jahreslimit gibt. Ein Limit? Hm, ich weiß nicht. Wenn, dann ist es sehr hoch gesetzt, weil du sollst das Spiel ja nicht irgendwie... Also, ne? Das Spiel soll ja nicht crashen oder so, wenn du auf einmal das Jahreslimit überschreitest, von dem her. Weiß ich nicht. Was ist da dann? Da wird wahrscheinlich nicht besonders viel passieren, einfach. Wenn du das erreichen würdest selbst. Wie machst du, dass du mehrere Sachen kopierst? Ich gehe hier rüber und markier's. Ja, das ist das hier. Damit kannst du auch Dinge zum Beispiel verbinden und so Zeug, dass es als ein Objekt zählt. Das ist manchmal ganz praktisch. Das sind auch so kleinere Tricks, die ich mir teilweise von anderen Streamern abgeschaut habe. Teilweise haben mir Zuschauer hier auch ein paar Tipps gegeben, wie ich es machen kann. Also da kommt schon was zusammen, wenn man immer das Spiel wirklich mit der Community auch irgendwie ein bisschen spielt. Beziehungsweise sich halt auch mit anderen viel austauscht und so. Was ich halt immer super cool finde bei Spielen, wenn man einfach irgendwie... Ich weiß nicht, ich mag das einfach, wenn man ein bisschen mit anderen auch plaudern kann. So, ey, ich habe das so und so gemacht und du denkst dir, boah, cool, ich will das auch so machen. Ich liebe sowas. Kommen auch relativ viele Tipps eben, wie gesagt, von euch. Was ich halt auch super cool finde. Solange es nicht in du musst das so machen übergeht natürlich. Also ich weiß natürlich, dass zum Beispiel gewisse Sachen vielleicht sinnvoll sind, aber vielleicht sind sie trotzdem nicht unbedingt für mich persönlich sinnvoll oder in meinen Augen sinnvoll. Für, dass es für denjenigen vielleicht sinnvoll ist, der es gerade vorschlägt, okay, kann sein. Aber ich möchte es vielleicht nicht unbedingt benutzen. Das ist halt immer die Sache. Man kann es natürlich vorschlagen. Aber man sollte halt niemandem sagen müssen, du musst das jetzt so machen. Ist natürlich klar. Aber das verstehen manche Leute nicht, leider. Steuerung und rechte Maustaste geht nicht. Was? Sachen kopieren, wie gesagt, hier. Du nimmst das Tool. Oder, was ist gerade die Frage? Ich bin verwirrt. Ich hoffe, ich habe sie beantwortet. Okay, war schon mal am Verzweifeln. Hast du alles einzeln platziert? Ja, das ist wirklich manchmal ein bisschen nervig dann, wenn man alles einzeln platzieren muss. Aber ja, das sind so kleine Tricks, die musst du erstmal sehen. Wenn du das mal weißt, dann ist easy. Aber wenn nicht, dann ja, have fun. Die da wohl hochkommen, so in dem momentanen Zustand. Das gefällt mir auch noch nicht so ganz. Also hier können... Ja doch, hier kommen die locker durch.
Weil andere haben auch irgendwie Probleme mit dem Spiel, dass es andauernd crasht und so Zeug. Und bei mir halt überhaupt nicht. Verstehe ich nicht. Finde ich gut, dass es bei mir nicht so ist. Aber für diejenigen, wo es so ist, tut es mir natürlich übel leid. Aber ich bin froh, dass ich das Problem schon mal nicht habe. Ich mache Dinge schon mal einfacher, wenn es nicht die ganze Zeit abschmiert oder so. Ich glaube, das würde mir tatsächlich auch ein bisschen den Spaß am Spiel nehmen. Würde es mir die ganze Zeit crashen und so. Muss ich echt sagen. Da bin ich schon... das einzige Problem, wo ich ein bisschen Angst habe, ist, dass es FPS-mäßig bei mir mal irgendwie in der Hölle wird oder so. Und bis jetzt sieht es noch gut aus. Soweit zumindest. Boah, dieser Regen schon wieder, ey. Ich hasse alles. Boah, eine Burg könnte ich nicht bauen. Also eine Burg, wenn du gebaut hast, Respekt, das kannst du definitiv besser als ich, denke ich. Ich muss mich auch noch an Gebäude irgendwie ranwagen oder so, aber... Boah, ich habe Angst davor. Ich habe wirklich sehr große Angst davor, weil das wird erstens sehr zeitintensiv. Und zweitens weiß ich nicht, ob es gut wird. Das Gebäude, das ich dann bauen würde. So. Ich wünschte, es wäre hell. Damit ich auch mal wieder was sehen könnte. Oder zumindest keinen Regen. Das ist auch schon mal etwas. So. Das wäre das. Dann will ich hier noch irgendwo einen kleinen Teich haben. Oder kleinen See eher gesagt. Kleiner Bergsee. Mhm. Bergseen sind ja eigentlich relativ sauber, von dem her werde ich das auch mal so lassen. Dann gehen wir hier schön mit dem Schnee drüber. Und hier drin soll, ja, Stein. So. Krank Tiere entdeckt. Was ist jetzt los? V ist krank. Quarantäne. Quarantäne. Sauberkeit. Ja, ich glaube, da müssen wir auch mal wieder Tiere aussortieren. Okay, und dann brauchen wir die Kühler. Beziehungsweise, ich glaube, ich mache einfach mal als erstes jetzt das Gehege. Es ist ein Bärengehege, also sollte man wahrscheinlich vorsichtig sein. Guck mal, was wir für einen Schutzgrad für diese Grizzlies brauchen. Schutzgrad von 4. Mhm. Ein Schutzgrad von 4, dann können wir das Glas schon mal nicht nehmen. Beton.
Stahldraht wäre eine Möglichkeit. Elektrischer Zaun. Nee. Können wahrscheinlich auch gut klettern. Deswegen nehme ich mal tatsächlich Beton. Aber wir machen da halt ein Fenster rein. So, hier müssen wir aufpassen wegen der Höhle. Da sollten wir einen großen Bogen rumgehen. Nicht, dass da wieder heißt, Mimimi, dein Haustier, oder dein Tier ist entkommen, obwohl es halt gar nicht entkommen ist. Na? So. Und hier weiß ich gar nicht, ob wir das noch ein bisschen höher machen sollten. Theoretisch, wenn es höher ist, hat man auch ein bisschen höheres Glas. Also ist es vielleicht nicht so schlecht. Okay, ich glaube, wenn ich die dazu nehme, dann darf ich die Höhe nicht mehr ordentlich anpassen, ne? Oh doch, darf ich jetzt. So, und hallo Gamer! Wie geht's? Ja, das war anstrengend bei den Türmen meiner Burg. Achso, nee, das war das. Okay, das war das. Okay. Das habe ich schon gelesen gehabt. Ich weiß nicht, ob ich es vorgelesen habe. So, dann machen wir da noch Sichtschutz dann rein und dann passt das. Und wir brauchen noch einen Mitarbeitereingang, fällt mir ein. Den Mitarbeitereingang könnten wir aus dem geheimen Weg hier hinten irgendwie ableiten, aber ich weiß nicht, ob ich es machen. Je nachdem, wie wir es umsetzen, könnte es halt schon cool sein, ne? Mit dem Mitarbeitereingang, wenn der dann hier hinten oder so wäre. Aber dann müssen wir das allgemein, wir müssen allgemein den Weg da drin nochmal überarbeiten, weil der kann so nicht bleiben. Das ist ein bisschen übel. Was wir da mit dem Weg gemacht haben. Muss ich irgendwie nochmal schön hinbekommen. So. Das ist auch so halb drin. Das gefällt mir auch nicht so ganz dann. Mach mal auch ohne. Macht mehr Sinn. So. Okay. Geh gerade hier noch mal kurz ein bisschen durch, weil das manchmal ein bisschen besser aussieht dann noch. Wenn auch nur ein bisschen. Ja, ich denke, das kann sich sehen lassen hier, oder? Das sieht doch schon ganz gut aus. Also mir gefällt's. So. Gehen wir hier nochmal kurz mit Schnee drüber. Auch wenn der gefühlt gleich wieder wegschmilzt, aber trotzdem. Hier auch nochmal. Und dann müssen wir noch die Kühlanlagen einfach hinpacken noch. Damit es 0 Grad hier hat. Haben wir hier Strom?
Sind wir im Strombereich? Ja, sinnbar, gut. Da ist der Automat, ne? Boah. Das ist... Ha. Gar nicht so weit unten, ne? Kommen wir da hin? Nee. Die Sauberkeit des Geheges stellt ein Risiko dar. Ja, Pfauengehege, ich hasse dich auch. 22 Tiere. Okay, das ist ja... Das erklärt einiges. Das erklärt durchaus einiges. Naja. Pfauen sind irgendwie echt so eine Plage. Die sind einfach immer viel zu viele. Eigentlich voll fiese, aber ist halt echt so. Von dem her auch der perfekte Geldgeber für den Start bei den Dingern hier. Eigentlich. Bin mit der Höhle noch nicht ganz zufrieden, by the way, aber mal gucken. Ich überlege, ob es Sinn macht, hier noch so Platten rundum zu setzen. Hier die hier zum Beispiel. Das ist nicht richtig. Bin mir aber nicht sicher. Vielleicht auch einfach noch ein paar Büsche oder sowas. Ich könnte auch schon vieles umändern hier. So. Ich glaube, mein Man City gefällt. Okay, dann lege ich da schon mal hier die Schlafdinger für die rein. Ich glaube, das könnte ganz cool werden, wenn es fertig ist. So, krankes Tier entdeckt. Ja, das ist schön. Oder auch nicht. Gott, wie soll man das nur alles immer managen? Das ist ja furchtbar. Habe ich jetzt den Transformator auch kopiert? Ich hoffe nicht. Das hätte ich nämlich tatsächlich nicht gewollt. So, das kann Strom kosten. Dingens, das kann einiges an Strom kosten, so, das wollte ich sagen. Eigentlich hätte ich die hier oben auch noch gerne, weil da soll eigentlich auch Schnee sein. Hm. Kopieren. Gehört ja auch noch zum Gehege an sich. So. Okay. Dann gucke ich mal in den Tierhandel rein. Und dann holen wir uns einfach mal... Ja, holen wir uns einfach mal Grizzlybären. Wenn ich sie finde. In der Liste der unendlichen Tiere. Wo sind denn die?
Wenn sie jemand sieht, sagt mir Bescheid. Ah, ich habe sie gefunden. Oh, die sind... Okay, warte mal. Ich brauche definitiv nicht die besten Tiere. Alle meinetwegen. Vielleicht aber auch nicht die schlechtesten, wenn wir mal ehrlich sind. Weil der ist eigentlich voll in Ordnung. 300. Ah. Das war ein Schnäppchen. Das war ziemlich kurz da offenbar. Das ist auch in Ordnung. Sogar nur 200. Okay, der ist schlecht. Das ist ein Albino-Weibchen. Ich glaube, die Weibchen allgemein gehen relativ teuer los, offenbar. Oh, wieso sind denn die Leute so nervig schon wieder mit den Preisen hier? Tja, dann muss ich mir wohl ein Tierchen hier für 6... Ja. Gut. Haben wir mal gemacht. So, dann brauchen wir noch den Mitarbeitereingang. Ich mache den jetzt trotzdem vielleicht erstmal hier hin, ne? Ich glaube, da bleibt mir gerade erstmal keine andere Wahl. So. Bin ja mal gespannt, ob die hier ordentlich versorgt werden, hier die beiden. Ich will es ja wohl hoffen. Und bei denen hoffe ich auch, dass ich Nachwuchs bekomme und den dann auch irgendwie so teuer verscherbeln kann wie die anderen. So unverschämt teuer. Isabelbergehege. Oh, da haben wir einen Bären zu viel. Ach krass. Okay, wir haben zwei. Wir haben auch nochmal Nachwuchs sogar. Das ist das Jungtier. Da wir ja noch ein Männchen haben, können wir theoretisch auch das eine Jungtier verkaufen hier. Ich übrigens freilassen. 140. Ich packe ihn mal ins Handelszentrum. 131 schlägt er vor, aber das ist bestimmt mehr wert, oder? Komm, gucken wir mal, ob wir den für 300 wegbekommen. Wenn nicht, können wir ihn immer noch wieder zurück ins Gehege setzen. Da war ein Albino. Ich will die Albinos aber nicht kaufen. Ich will die, wenn, dann selber züchten. Kaufen ist ja langweilig. So. Jetzt ist nur die Frage, wie lange muss der denn jetzt hier hochlaufen eigentlich? Da. Er ist on the way. Oh wow. Oh wow. Kann ich hier schon Grizzlies reinpacken? Glaube noch nicht. Gehege kommt dann gleich noch. Dann brauchen wir noch die Spendenbüchse. Und da läuft er los, der Grizzly. Gleich mal angucken, Sekunde. Boah, was geht denn der so ab? Erstmal richtig fett chillen hier. Boah, die sind ja richtig heftig drauf. Das ist ja cool. Okay, ich pausiere mal, damit wir hier wirklich alles anpassen können. Gelände passt! Wuhu! Sehr cool. Instant richtig gemacht. Ne, meinte, weil ich habe auch Albino-Löwen selbst ausgezüchtet und wenn ich die verkaufen wollte, wurde nicht angezeigt, dass das Albinos sind, wurde das gepatcht. Also, ich sehe da immer, dass das Albinos sind. Und die Kiefer hier mager nicht. Also eigentlich sieht man, dass das, wenn das Albinos sind, da kannst du schon den Preis verlangen für dann.
Offenbar wurde es gepatcht, wenn das mal ein Fehler war. Mir war der Fehler noch nicht bewusst, weil ich habe ja auch keine, also. So. Ich gucke gleich schon mal für die Grizzlybären, dass die schon mal eine Beschäftigung auch haben. Oder? Oh Gott, haben die viel. Die haben echt viel Beschäftigungsmöglichkeiten, offenbar. Das packe ich mal hier hin. Spule. Packe ich hier hin. Beuteduftsack. Willst du mal riechen? Wo packen wir den denn hin? Hier oben einmal mal. Oh, nee, doch nicht. Ich nehme es zurück. Kann man ja irgendwo hier vorne hin machen, damit er mal zu den Besuchern hingeht. Offenbar gibt es sehr, 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 sehr viel Spielzeug für die. So, Essenstablett groß. Kommt hier hin. Auch nicht. Kommt hier hin. Als ob die das alles haben wollen, theoretisch. Kletterbaumstamm. Wollen die klettern? Wollen Grizzlybären klettern? Ha. Oh Gott, wie viel die haben können auch. Da kommen die wahrscheinlich gar nicht hoch so, ne? Eine Box? Hä, hey, what the fuck? Reibesäule. Kann ich euch die hier hinten irgendwo hinpacken? So viel Zeug, was wir denen anbieten dürfen. Die wollen tatsächlich, glaube ich, ein bisschen klettern, ne? Das heißt, wir können unsere Fantasien auch mal wieder hier mit einem Kletterpark ausleben. Aber stimmt, die anderen Bären hatten ja auch so eine leichte Kletterdingens. Das hatten die ja auch. Okay, dann kann ich welche verkaufen. Cool. Kletterast. Ich baue erstmal so eine Art Gerüst und dann setze ich, glaube ich, einfach noch ein paar Sachen dazu. Die Frage ist, wie machen wir denn jetzt eine kleine Kletterroute? Man könnte von hier aus... So, von hier aus, dann... Noch ein Stück. Ich überlege gerade was. Wir könnten das vielleicht doch begehbar machen. Auch nur vielleicht. Ich würde den Wändern halt so hochklettern lassen hier. Irgendwie. Ich bin mir unsicher. Nee, ich nehme die kurzen Dinger.
Ich habe gerade eine kleine Kletteridee. Ich weiß nicht, ob die auch benutzen werden, aber ich will die trotzdem machen. Okay, Spiel, dann lass mich's halt nicht machen. So, das hier auf die Zwischenebene dann. Und dann hätte ich gerne hier die Baumstamm-Dinger. Gibt's das auch in dick? Das da, ne? Ja. Das ist mit 4 Metern. Sehr gut. Okay, also wir haben an sich alles, was wir brauchen, gefühlt. So, dann könnt ihr hier nämlich so zwischenebenig, in der Theorie, dann rumklettern. Wie gesagt, nur in der Theorie, aber ich glaube nicht, dass sie da wirklich so hochklettern können, wie ich mir das vorstelle gerade. Aber ich baue das trotzdem, weil es eigentlich ganz nett aussieht, denke ich. Auch wenn es wahrscheinlich nicht praktisch funktionieren wird, würde ich mal stark vermuten. Ich will das nur ein bisschen verschieben. Ah, okay, der verschiebt das so, oder? Nee, hä? Okay, das scheint zu stimmen. Das hier ist doch ein bisschen schiefer geworden, als ich eigentlich haben wollte. Oder es kommt mir nur so vor. Ich bin mir nicht sicher. Eins von beiden. Entweder es ist schief oder es kommt mir schief vor. So. Das brauchen wir halt hier unten auch an das angelehnt. So. Gerade sehr genau Millimeterarbeit. Aber wir bekommen das hin. Nein, noch ein Stück. Noch ein Stück, noch ein Stück. So. Nee. Noch ein Stück. Ja, jetzt so ungefähr, ne? Müsste jetzt passen. Okay, cool. So, und dann können die da vielleicht in der Theorie hochklettern. Aber nur vielleicht. So, jetzt nehmen wir hier nochmal hier hin. Und ganz viele Leute, die immer Dead by Daylight spielen, habe ich gehört, bekommen halt die ganze Zeit schon wieder Benachrichtigungen hier von Steam. Punkt, spielt Dead by Daylight. Gibt es da jetzt schon was Neues? Dann wird es sich ja fast lohnen reinzugucken, aber ich glaube, der neue Killer und so ist ja noch gar nicht da. So, das hier muss ich auch nochmal weiter nach unten schieben hier. So, aber dann haben wir hier theoretisch ein Kletterdings. Ich weiß nicht, ob er das kann. Wahrscheinlich eher nicht. Und dann von hier aus
Kann man vielleicht auch irgendwie wieder runtergehen? Die Frage ist halt, wie steil. Eigentlich müsste ich das drehen. So. Ich glaube, da werden ganz merkwürdige Ergebnisse bei rauskommen, wenn ich mir das so ansehe. Oh, das ist ziemlich perfekt platziert gewesen hier gerade. So, dann hat er hier einen kleinen Kletterparcours. Und dort oben drauf kann man ja auch nochmal irgendwas Spannendes hinstellen für ihn. Irgendwas, was wir hier unten noch nicht hatten. Oder was hier unten irgendwie komisch aussieht. Vielleicht das Teil? Das sieht auch nicht gerade besser aus, wenn es dort oben ist. Ich glaube, da packen wir irgendwas Kleines drauf. Vielleicht diesen komischen Eiswürfeldingens da. Hallo? So. Ich bin gespannt, ob sie das benutzen werden. Und ich speichere mal eben. Und dann fehlt nur noch die Bepflanzung. Da habe ich gerade ein bisschen Angst, dass der Balken wieder rumspackt. Ich glaube, das tut er nämlich jetzt schon. Und die Biome stimmen ja. Wir brauchen aber noch hier Kontinent nordamerikanisch. Und dann schauen wir doch mal, was wir hier für wunderschöne Pflanzen haben dürfen dann. Douglasie. Das soll ja natürlich schon... Oh, die sind schön. Soll natürlich dann hier schon gut passen, ne? Der Balken rührt sich gefühlt kein bisschen. Aber der Prozentsatz steigt. Okay, doch, der Balken bewegt sich, glaube ich, ne? Ich glaube, hat sich tatsächlich doch bewegt. So, Schwarzfichte gibt es auch noch. Die sieht auch ganz hübsch aus. Eigentlich. Bisschen kleiner an sich. Aber es macht ja nichts. Ich will die halt hier an sich dann eben auch in der Umgebung haben. Stechpalmen? Nee, danke, glaube ich. Zypressen. Sind jetzt auch nicht so mein Favorite. Passen hier auch nicht so ganz rein. Abgestorbene Bäume gehen eigentlich auch immer. Die Douglasie, ja. Geht auch. Oh, die sind auch schön. Oh, die finde ich sehr hübsch. Können hier vielleicht eher so mittig rein. Ich glaube, der will es allgemein ja auch ein bisschen belebter mit Bäumen haben, hier die Beeren. Ich hoffe, der Balken geht schon ordentlich mit, aber ich glaube, es ist nicht buggy gerade zumindest. Da haben wir irgendwelche Beerenbüsche noch. Können wir ja hier super einarbeiten dann. Frauen fahren. Klar, warum nicht? Ich finde, jede Frau sollte einen Fahren haben. Macht Spaß dir beim Gauen, ja. Macht Spaß dir beim Baum... Ich kann echt nicht reden. Ja. Danke, ne?
Macht Spaß, dir beim Bauen zuzuschauen. Das ist aber auch ein fieser Zungenbrecher. Eigentlich voll überhaupt nicht, aber... Hey. What can I say? So, hier machen wir auch ein bisschen Frauenfahren drauf. Warum eigentlich auch nicht? Wir sollen eh so viel bepflanzen hier. Der will das ja so. Heiselbeerbusch. Oh, das ist hübsch. Ich hoffe, da kann er nicht hochklettern. Ich wollte es nur mal erwähnen. Vorsichtshalber. Damit ich es zumindest mal erwähnt gehabt habe. So, hier ein bisschen Privatsphäre, falls er mal baden gehen will. Muss ja auch nicht sein, dass man da die ganze Zeit beobachtet wird. Und was ist das hier eigentlich immer? Das sind irgendwelche Steine, ne? Das verstehe ich immer nicht so ganz, muss ich zugeben. Zuckerahorn, sieht auch ganz hübsch aus. Da ziehe ich zumindest mal ein irgendwie. Oh, die hier sind vielleicht auch noch gut. Rohrkolben. Okay, das passt natürlich super hier rein. Dass es das auch noch hier gibt. Das finde ich gut. Ich habe dennoch die Befürchtung, dass wir überpflanzen. Und das hier nur nicht richtig anzeigt, oder? Was? Ist nicht geeignet? Er hat gerade... Hä? Ich glaube, ich lade mal kurz neu, nur um sicher zu gehen, dass das nicht wieder rumglitscht. Weil ich kenne das Spiel ja. Ne? Ich kenne das Spiel ja sehr gut. Boah, ich muss aber zugeben, ich bin trotzdem schon wieder ein bisschen hinüber mit allem. I don't know. Das heißt, allzu lange werden wir auch nicht mehr machen. Wir bauen das jetzt auf jeden Fall richtig fertig. Und dann, denke ich, werden wir so langsam den Stream beenden. Wenn ich es fertig gebaut habe. Dann werde ich eh wieder 10.000 Mal abgelenkt und dann ist eh irgendwie gefühlt locker schon 23 Uhr. Mindestens. So. Ja, hier. Allein wenn ich mir das schon wieder angucke. Ah ja. Mich wundert überhaupt nichts mehr. So, schauen wir doch noch mal. Wo haben wir denn den Grizzly? Oh, er ist hochgegangen. Cool. Pflanzung ist aber immer noch zu niedrig. Aber geeignet sind soweit alle. Okay. Also wir brauchen noch mehr Pflanzen. Oh cool, er kann da runterklettern, so wie ich mir das fast vorgestellt habe. Er macht es aber ein bisschen anders, als ich erwartet hatte. Okay, warte mal. Er ist da gerade ja so runtergeklettert. Kann ich dann... Wenn ich das Teil nehme, ne, und kopiere... Dann schiebe ich das jetzt mal so schief hin. Huch. Okay, ich glaube, das war, weil ich hier gerade eben bearbeite, während er hier irgendwie am Rumhüpfen ist. Was ja immer eher schlecht ist. Es ist schon wieder so dunkel hier. Ich sehe schon wieder nichts. Ich glaube, ich sollte meine Gehege tatsächlich sogar auch... beleuchten.
dass sogar die Gehege ein bisschen beleuchteter sind. Weil so wie es momentan ist, ist es einfach nur ein bisschen nervig. So, ich bin mal gespannt, ob das jetzt funktioniert. Ob er so hochklettern kann, das würde mich interessieren. Ne, Bärchen? Wie sieht's aus? Bepflanzung. Da will er noch mehr haben. So wie es aussieht. Wäre sehr verbunden, wenn es wieder irgendwie ein bisschen mehr Tag wird, weil es ist gerade schon wieder so anstrengend, sich zu konzentrieren und hier zu gucken, wo baue ich denn jetzt hier was. Salbeibusch ist auch super. Gefällt mir gut. Bitte mehr davon. Hier können wir auch noch einen kaputten Baum hin platzieren. Weißdornen. Können wir hier vielleicht noch ein paar unterbringen, oder? Boah, das kotzt mich an, wenn ich das sehe, ne? Viel zu viele kranke Tiere hier irgendwie. Das gefällt mir gar nicht. Was haben wir denn jetzt? Hey, der soll weg. Kann er aber nicht. Da haben wir wieder ein Alpha-Tier aus irgendwelchen Gründen. Tschüss. Hier ist auch wieder Überbelegung. Der heißt weg, also mache ich ihn mal weg. Ich glaube, wir haben einfach wieder allgemein zu viele Tiere hier. ...22 Tiere? Was ist denn da wieder passiert? Die meisten sind, glaube ich, wieder Jungtiere. Ah, das gucke ich mir ein andermal an. Oh Gott. So. Boah, sieht das gerade irgendwie cool aus hier. Boah. Ich wünschte, ich könnte das hier alles gerade ausblenden. Wunderschön, der Anblick. Wunderschön. Okay, aber das finde ich tatsächlich schon relativ cool so gerade. Boah, wie geil das hier aussieht. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Kann der da jetzt runterklettern, ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Ich würde das echt gerne sehen, wie der da runterklettert. Ah, okay. Das ist interessant. Also er kann hier auf jeden Fall auch runtergehen. Er verwendet es tatsächlich anders, als ich erwartet hatte. Aber er verwendet es trotzdem irgendwie sinnvoll, schätze ich. Wie er es macht. Oh lol. Das sieht sehr interessant aus. Aber stimmt an sich ja, ne? Ich meine, boah. Kann er machen, wenn er will. Das ist ja cool. Ja, das gefällt mir. Die kleine Plattform da. Die mögen sie offenbar ja auch sehr gerne. So, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Haben wir inzwischen genügend Pflanzen? Irgendwie immer noch nicht, ne? Ich weiß nicht genau, was die von mir möchten. Oder ob es einfach wieder irgendwelche komischen Bugs sind. Ich sag mal so, wundern würde es mich nicht, wenn es irgendwelche Bugs wären.
Hey, aber guck mal, es wird gerade ziemlich, ziemlich grün. Mit den Pflanzen. Das wird immer besser. Okay, das ist cool. Das sieht man doch gerne. Oh nein, mein Wellensittich, die fängt wieder mit der nervigen Geklinke an hier. Oh, ich hasse das, wenn sie das macht. Hallo, Nina, aufhören. Lass den Scheiß. Das ist voll nervig. Ich weiß nicht, was ich dem Vogel da getan habe, dass er mich da immer nerven muss mit. Geht er mal gar nicht. Ja, man kann nett Bitte sagen oder so, aber sie wird immer einfach antworten mit leck mich doch. Ich mach's trotzdem. Ne? Das wird immer ihre Antwort sein, bis an ihr Lebensende, glaube ich. Oh, sie hat aufgehört. Okay, das ist interessant. Das ist neu. Die dachte sich, so will ich dann auch wieder nicht in der Erinnerung bleiben hier. Huch. Der Busch ist ja auch interessant platziert hier. Schnief. Ja, nein. Danke. Lass mal stecken. Das ist groß. Immer diese Meldungen, ne? Krankes Tier entdeckt. Ja, du mich auch. Haben wir Seerosen, die wir hier nehmen dürfen? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, sowas gibt es hier nicht. Gut, aber wie sieht's denn aus? Sind wir jetzt inzwischen bei 100%? Ja. Weil ich mir bei den Balken immer noch nicht ganz sicher bin, was er mir jetzt sagen möchte. Wow, die sieht auch schön aus. Wieso sehen die alle so hübsch aus? Mir gefällt das, dass die an sich so viel Bepflanzung wollen. Ich finde das echt ganz gut. Da kannst du wenigstens mal spannende Gehege so mitbauen. Wobei mich das jetzt schon ein bisschen wundert, dass das hier jetzt wieder nicht so mehr wird. Das könnte eben wieder buggy sein. Das ist in Ordnung soweit. Bergahorn. Ja. Ich mische halt auch die verschiedensten Baumarten wahrscheinlich halt durch, die halt so in der Natur wahrscheinlich überhaupt nicht zusammen vorkommen würden, oder? Würde ich zumindest mal stark vermuten. Aber was soll es, ne? Hauptsache sieht irgendwie gut aus. Außerdem sind Mischwälder sowieso viel besser. Weil dann zum Beispiel sowas wie der Borkenkäfer ein bisschen schwieriger hat. Habe ich gehört. Als reine Monokulturen. Aber naja. Bin da zwar jetzt auch kein Experte, aber so viel weiß ich schon mal immerhin.
Ja, das hier wird irgendwie nicht besonders mehr gerade, aber ich glaube, es ist ein Anzeigebug. Ich denke eigentlich, dass sie jetzt schon relativ gechillt haben sollten mittlerweile. So, ich würde sagen, Leute, beim nächsten Mal machen wir an sich hier weiter natürlich, das ist klar. Wir brauchen noch mehr Kühlanlagen, glaube ich, damit das Ganze hier... Und ich meine, wenn die ganzen Gehege hier mal stehen, dann sieht das sowieso ganz anders aus. Und ich muss sagen, ich bin super zufrieden. Bis jetzt, oder? Das ist doch cool geworden. Beim nächsten Mal müssen wir dann unseren alten Tiere, also, ne? Ich habe eine Errungenschaft, Geist. Okay, was ist denn das? Ich guck mal nach, warte. Erlebe die Geburt! Erlebe die Geburt eines Albinos. Wo? Wieso ist da ein Wolf drauf? Da ist ein Wolf drauf. Habe ich einen Wolf-Albino bekommen? Warte mal, Tier. Hier steht aber nichts von geboren. Oder, nee, warte, wo war denn das? Grüner Leguan? Bist du ein Albino? Aber, wo ist denn mein Albino? Was habe ich denn für ein Albino? Hier werden die ganze Zeit irgendwelche komischen Tiere geboren, die nicht mal... Habe ich... Was habe ich denn für ein Albino bekommen? Ich will wissen, was ich für ein Albino bekommen habe. Hä? Der grüne Leguan hatte Nachwuchs. Ah ja, ein Leguan. Wir haben einfach einen Albino-Leguan bekommen. Die Frage ist, was macht man jetzt mit so einem? Ich meine, kann man bestimmt... Ich meine, es ist halt ein Leguan. Also, da bekomme ich ja auch keine Art Erhaltungspunkte für, leider. Das ist halt mein Problem gerade damit. Aber ja, was machen wir denn mit dem jetzt? Kann man... Muss ich den jetzt irgendwie besonders halten? Oder wie ist das, damit ich da mehr von denen bekomme? Ich will ja mehr Albinos dann wahrscheinlich eben haben. Das heißt, ich will ihn auf jeden Fall schon mal hier nicht mehr drin haben. Kann ich dann... Okay, das ist aber ziemlich cool. Ich hätte das jetzt nicht mitbekommen. Ich hätte wahrscheinlich schon instant irgendwie einen Leguan oder so dann irgendwie verschickt. Einfach, wenn der Albino gewesen wäre, mir wäre es wahrscheinlich nicht mal aufgefallen. Grüner Leguan? Da wird er gar nicht als Dingens angezeigt gerade, oder wie? Hä? Das verwirrt mich. Ja gut, ich meine, was will man sonst besonders machen? Ich würde ihn auf jeden Fall notfalls aus dem Käfig dann rausholen, bevor er irgendwie krepiert und einfach aufheben oder so. Aber, ja gut, ich finde es jetzt ein bisschen lame, dass es ein Leguan ist. Ich hätte mich über was anderes mehr gefreut. Aber naja, gut. Immerhin ein Albino. Das ist immerhin etwas. Krass. Hätte ich nicht erwartet gerade. Gut, was ich sagen wollte. Ich wurde abgelenkt. Hust. Gut, dass ich das nachgeguckt habe. Beim nächsten Mal müssen wir auf jeden Fall die ganzen Gehege mal durchgehen. Und wieder aussortieren, was wegen Inzucht, ne, dem ganzen Zeug. Das müssen wir alles aussortieren. Dass es nicht passiert. Und dann können wir da hoffentlich wieder ein paar gute Tiere züchten. Dann können wir uns dann wieder ein bisschen dafür Zeit nehmen. Und dann haben die vielleicht inzwischen auch dann schon Nachwuchs. Mal gucken. Bin gespannt. Bin echt gespannt. Bis jetzt sind ja auch gefühlt noch gar keine Besucher hier, oder? Ah, da kommen sie. Guck mal. Ach ja, ich nenne das übrigens noch Grizzlybärengehege. Und dann würde ich sagen... Oder ich nenne es nur Grizzlygehege. Und dann, ne? Dann haben wir es für heute eigentlich. Wasser haben sie auch, aber die brauchen noch eine Wasserpumpe, ne? Wenn mir das gerade so auffällt. Nicht, dass sie dann später irgendwie Probleme bekommen, dann mache ich das lieber gleich noch. Mit dem Transformator dort hinten machen wir das dann hin. Ach ja. Ich komme mir gerade vor, als würde ich hier wirklich durchgehen, so lang lahmarschig wie das hier ist.
So. You spin my head right round, right round. Muss ich gerade irgendwie dran denken, ich weiß nicht wieso. So. Have fun. So, wie komme ich jetzt wieder raus? Ich glaube, ich bin draußen. Frag mich nicht, wie ich es gemacht habe. Okay, das heißt, das hier ist jetzt auch versorgt, ne? Mit Wasser. Ja, sehr gut. Strom, Gebäude, Bildung, okay. Lautsprecher können wir dann auch noch hinpacken. Achso, Bildung übrigens. Grizzly Bear. Das ist doch schön. Wenn wir schon gleich dabei sind, dann packe ich da noch eben einen Lautsprecher hin. Aber dann mache ich wirklich Schluss hier. Ich weiß nicht, immer nicht, wo das unter dabei ist. Hier muss es dabei sein, ja. Ich bin echt zufrieden. Ich bin richtig zufrieden mit dem, was wir heute gemacht haben. Ich finde das cool. Das hat sich halt voll gelohnt mit dem Berg. Dann so einen kleinen Wasserfällen, die irgendwie nicht funktionieren gerade. Hä? Haben die keinen Strom? Wieso funktionieren die nicht? Okay. Ich frag gar nicht. Ich frag nicht. Ich will es gar nicht wissen, glaube ich. Ich will es gar nicht wissen. Aber. Warte mal, wo war denn das jetzt gerade? Ah. Huibu ist schon wieder auf Besuch. Ich sag mal allen nochmal Hallo. Einfach weil es kann. Wo war ich gerade? Achso. Ja, Grizzly Bear Challenge, ne? Da können wir jetzt mitwirken dann, oder? Ich glaube, es ist ja halt die Grizzly. Oder habe ich gerade wieder Dinge vertauscht? Aber nee, war, glaube ich, Grizzly. Wir können ja gleich nochmal im Hauptmenü gucken. So, aber dann schon mal. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Für die 3 Stunden. Hat sehr viel Spaß wieder gemacht. Ich bin sehr froh, wie alles hier geworden ist. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ja, es ist Grizzlybären. Züchte 150.000 Grizzlybären. Locker, easy. 150.000 schaffe ich. Keine Sorge, Leute. Ich regel das. So. Gut. Dann danke fürs Dabeisein und gute Nacht. Bye, bye.